Dann siehst du. Oh! Fleischesser. Das erklärt's. Das gibt einen ziemlichen Kollateralschaden. Perfekt, Yuki. Oh nö. Tech, vielen lieben Dank auch dir für deinen Follow und schönen Montag. Hallo. Verständlich, dass da mehr Modmäuse gebraucht werden. Das stimmt. Die müssen da, dass wir in geordneten Bahnen kullern. So, ne? Ich habe übrigens noch einen kleinen, ich habe eine kleine Idee für einen Spruch, den ich auch auf ein T-Shirt bringen werde dann. Ich verrate euch den, glaube ich. Wir sind sogar in der Lage, die Pokébälle, die wir zum Fangen von Pokémon nutzen, selbst herzustellen. Ihr seid aber nicht in der Lage, sie wirklich zum Fangen von Pokémon zu benutzen, weil ihr dazu zu doof seid. Ich kann jetzt benutzen für Bilder. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt so in Ordnung ist. So. Sind da jetzt echt Socken drin? Da sind jetzt Socken drin. Da muss ich noch mal ein bisschen nähen hier. Das ist ein bisschen krümpelig. Nordlichtkind schreibt Uff und Adrandran ist auch in Love. Ne? Ich auch. Ich glaube, du übernimmst jetzt so den Kanal, ja. Gehört nicht mehr mir. Der Kanal gehört nicht mehr mir. Okay. So. Ich möchte hier keinen harten Übergang haben, ja? Nee. Ich hab deine TV-Fotos gesehen. Ich möchte nicht so geschminkt werden. Nee, guck mal hier. Ich mach perfekt so. Ich mach dir einen perfekten Übergang, ja? Ja, ich möchte gut ausgeblendet das Ganze bitte haben, ja? Nein. Nein. Ist da jemand kitzlig am Hals? Du wolltest es ausgeblendet haben, dafür muss das sein. Du hast viel zu viel Spaß daran. Ja. Und also ich glaube echt, dass das Spiel unglaublich viel Potenzial noch hat. Ich kann Sachen aus deinem Inventar nehmen. Du kannst... Für 4 Monate, dankeschön. Ich mache hier mal noch eine Schnell... Wartet, und zwar... Ah. Ah. Dankeschön. Ah. Bitte? Das war schön. Das ist schön. Mhm. So. Und ich meine, so. Ich glaube, so soll es einigermaßen sein. Aber jetzt, es bewegt sich so viel. Ich reinige meine Fenster, wie ich meine Kartoffeln schäle. Ich versuche, alles in einem Rutsch hinzukriegen. Ein auf Dingens basiert, also ein elektrisch betriebenes Meerschwein, das stand aufrecht und hatte ein Kostüm an. Und wenn man einen Knopf gedrückt hat, dann hat das in so einem richtig hohen Piepston Dancing Queen gesungen. Und dann stand da mal dieses Meerschwein in diesem kleinen roten Rock mit dieser Perücke auf und war so, you can dance! You can dance, I had the time of my life. Und es war so furchtbar. Oh my gosh, she did it! Hab ich den fast
vorbeigeschafft! Oh mein Gott, eure Ohren sind exploded! Oh mein Gott, 7 Minuten sind noch übrig! She did it! Alter, mein Herz! Alter, mein Herz! Boah, meine Hände schwitzen so sehr! Alter Verwalter! Oh my gosh, what was that shit? Ich bin 10-mal gestorben und wurde wiederbelebt. Alter Verwalter! Die hätte ich mir gern ausgedruckt als so ein Daumenkino. Kann ich die also 10.000 Mal ausgedruckt haben als Daumenkino? Als wäre die Pose nicht schon schlimm genug, mache ich noch den. Na? Ich habe mich hier nur ganz casual halt hinter diesem dünnen Schild versteckt. Du auch hier? Please! Das ist so ein Erwischt habe ich dich! Wenn du Partner wirst, dann das als Emote. Ah, mein Auge, mein Kiefer tut mir so leid. Das ist ein Poggers-Emote. Oh mein Gott! Was ist los mit dir? Was denn? Es liegt zwischen deutscher Grammatik und Wirtschaftsinformatik und ein bisschen Fotoschule. Ich gucke noch in den Raum rein und denke mir so, wo kann es noch liegen? Hier auf den Stoffen vielleicht. Und sehe da so neben den Stoffen so ein Radiergummi liegen. Wir haben meine Kreide gefunden. Oh, da oben ist auch einer. Wie kommt man denn da ran? Ach, hä? Jetzt sind wir an der Stelle? Ich hätte einfach nur hier... Hi, ich bin Gina und ich stelle mich sehr doof an bei Spielen. Hallo. Mein Orientierungssinn funktioniert hervorragend. Pieps. Wunderschönen guten Morgen, ihr Süßen. Ich sag mal morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Einen schönen Samstag und ihr seid schön ins Wochenende reingerutscht. So, ich muss mal hier kurz das anmachen. Da. Oh, ach, direkt der Antiverdurstmodus, Mensch. Das brauche ich um die Uhrzeit. Hallihallo, Queen Hen Hen. Wunderschönen Samstag auch dir und danke fürs Antiverdursten. Ah, so, wie ist denn alles da? Oh, ganz schön grün mein Chat hier gerade schon wieder. Hallo Eglos, Cookie, Chrissy, Noel, Hollisch ist auch schon da. Hallo Jan, Lini und Queen Hen Hen habe ich ja gerade schon begrüßt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt einen schönen Start ins Wochenende gehabt. Ich rede gerade das erste Mal am Tag, deswegen hört sich meine Stimme gerade noch ein bisschen komisch an, glaube ich. Da ist ein Fussel auf meiner Mütze. Jetzt. Meine Freunde nennen mich auch die Wasserpolizei. Dann bist du wahrscheinlich auch die, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt wieder. Die Dingswasserbeauftragte, wenn ihr saufen geht. Die zwischendurch immer das Nüchterungswasser bringt. Hallo Nico und wunderschönen Samstag dir. Hallo. Ah, hab's wieder mit Einkaufen und Duschen geschafft. Ich bin ja auch schon wieder zu spät dran, Noel. Hier riecht's nach Moos, ja. Das braucht eine Weile, bis der Geruch rausgeht wahrscheinlich. Oh, ja. Wasser beim Saufen? Ja, wie hat Jackie das nochmal genannt, Schatz? Das Wasser dazwischen? Zwischenwasser, Zwiewa. Nicht Zwieback, Zwiewa, das Zwischenwasser. Und wenn man dafür zuständig ist, dass die ganzen Freunde immer ihr Zwischenwasser trinken, damit es nicht zu schlimm wird, dann bist du die Zwischenwasserbeauftragte. Oder der Zwischenwasserbeauftragte. Ja. So, ja. Und ich habe heute wieder mein Mummelmaus-Tässchen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich bei Anni-Merch auch so ein Dauerwerbesendung-Ding machen muss. Aber sicherheitshalber habe ich es für meine Tasse. Sowas kenne ich gar nicht. Dann bist du hart im Nehmen, Noel. Und hallo Viola, einen wunderschönen Samstag auch dir. Ich will gerade die ganze Zeit schon wieder Freitag sagen. Chrissy Bauchi. Ja, Chrissy Bauchi. Wie geht's, Chrissy?
Chrissy lag gestern wieder besoffen unterm Schreibtisch. Was? Was? War sehr lustig. Ah ja. Ja, und wir müssen heute mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob ich zeichnen kann. Mir tut nämlich alles weh. Deswegen habe ich auch gerade so lange noch gebraucht. Ich habe gestern mit Wärmflasche und Kühlkissen im Bett gelegen, weil ich meinen Nacken wärmen musste und meinen Arm kühlen, weil ich, mir tun, keine Ahnung, die Sehnen oder so weh in beiden Armen. Ich kann weder mit dem Daumen noch mit dem Zeigefinger irgendwas drücken, ohne dass das komplett bis hier hoch in meinen Arm zieht, auf beiden Seiten, aber auf der rechten ist es schlimmer. Ich habe übelsten Muskelkater hier hinten im Rücken, die unteren seitlichen Rückenmuskeln. Ich kam kaum aus dem Bett eben. Ja, das tat unglaublich, unglaublich weh und halt Nackenschmerzen, die jetzt gerade ganz okay sind, aber mir tut alles weh. Und das kommt alles von gestern. Weil ich gerade die Fragen im Chat sehe. Nein, das kommt nicht vom Saufen. Ich habe nicht mitgetrunken gestern. In deinem Alter lässt die Alktoleranz nach, das definitiv. Aber ich habe gestern nicht mitgetrunken, weil ich so K.O. war, dass ich... Jojo hatte gestern so ein bisschen Community-Abend offstream. Und ich wollte eigentlich dabei sein. Aber mir ging es so scheiße. Ich bin so unglaublich müde und K.O. gewesen gestern Abend, dass ich dann mich ins Bett gelegt habe und erstmal eingepennt bin. Um 22 Uhr wieder aufgewacht bin und dann noch ein bisschen. Dann Promilla, vielen lieben Dank für die 5. Meine Stimme ist noch gar nicht richtig da. Vielen lieben Dank für die 5 verschenkten Subs so früh am Morgen. Dankeschön. Also für mich früh am Morgen. Ja, und jedes Mal, wenn ich jetzt hier irgendwie gerade drücke, dann tun mir komplett die beiden Arme weh. Ich habe das mit dem fast 5 Stunden Moos aufkleben. Okay, 4 Stunden waren es, glaube ich. Nee, fast 5, glaube ich. Ja. Das war dann, glaube ich, ein bisschen zu viel gestern. Irgendwie habe ich übelsten Muskelkater im ganzen Körper und bin übelst K.O. und ja. Getrunken, hallo Nosferaya, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir und dir auch, Pipeline. Und Don Promilla dir natürlich auch. Subs am Morgen vertreiben Schmerzen und Sorgen, oder wie war das? Klingt sehr schön. Das klingt sehr, sehr schön. Was hat Krisi wieder gemacht? Ach, nur getrunken. Bin gespannt, wie fit Chloe nachher ist. So, und ich war jetzt gerade so, okay, ich hätte eigentlich duschen müssen vorm Stream, aber da ich eben erst aufgestanden bin, war ich so, okay, dann verdecke ich meine fettigen Haare einfach mit einer Mütze. Dankeschön nochmal, Don Promilla. Danke, danke. Ja, auch, Mama Maus. Now. Chrissy sieht aus, als hätte er einen Kater. Ja. Jein. Plus, er ist müde, glaube ich. Weil der erst... Wann kamst du ins Bett? Ich glaube, um 4 habe ich dir Nacht gesagt. Und dann. Guck dir doch den scheiß Chat bei Jojo an. Das ist doch illegal, was sie da machen. Ne. Da sagst du um 5 Uhr, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann schwach. Schwach. Schatz, du bist der Älteste in der Runde. Das heißt, du müsstest der Erwachsenste sein und dich von sowas nicht beeindrucken lassen. Ja, aber nein, der kindliche Gruppenzwang. Ich bin als erstes schlafen gegangen. Ja. Aber trotzdem. in meinem Alter weißt du ja nicht mehr, ob du am nächsten Tag aufwachst. Ja, ja. Ah, genau. Alt, genau. Hinterher muss die Mütze gewaschen werden. Das war witzigerweise auch gerade mein Gedanke, Sweet Teen. Wunderschönen Samstag auch dir. Erwachsenste, oh mega, lol. Moin, ich bin gestern bei Silke eingepennt. Tag war zu lang, ich auch, so halb. Ich war bei Slicks gestern noch, der hat Catfish wieder geguckt. War sau interessant und das Spiel, was Gronkh. Bin ja sonst. Das ist, ey. Ich bin sonst immer freitags bei Gronkh gewesen, ja? Und Slicks hat's geschafft, dass ich für ihn freitags wegen Gronkh wegschalte, ja, von Gronkh wegschalte. Weil das Spiel bei Gronkh mich nicht interessiert hat und ich war so, oh, Slicks guckt Catfish, da will ich dabei sein. Und ja, dann habe ich Slicks bis zu Ende geguckt und danach dann ausgemacht, weil ich auf das Spiel bei Gronkh, wie gesagt, immer noch keinen Bock hatte. Und dann irgendwann eingepennt. Du bist fremdgegangen, Schande, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber es ist bei Slicks immer sehr herrlich.
War auch wieder sehr lustig. Was sagt die junge Frau? Müssen Sie mal Ihr Hörgerät anmachen, Mister. Sie, alte Kanöle, Sie. Dann hören Sie mich auch. Ich bin bei Slicks auch irgendwann gegangen. Ja, wie gesagt, ich bin dabei auch so halb so semi schon eingeschlafen, weil ich halt einfach wirklich K.O. war. Und ich saß da mit Wärmkissen für meinen Nacken, mit Kühlkissen für meine Arme. Oh, das ist nicht besser geworden bis heute. Ich habe echt Probleme, meine Tasse zu halten. Deswegen stelle ich die gerade die ganze Zeit ab. Ja, glaube auch. Ich glaube auch. Und wir haben gestern noch das Moos-Bild angebracht, das gar nicht an ist gerade. Aber es hängt. Nö. Aber ich war kurz irritiert, weil meine Lampe da drunter ja strahlt. Gina wird alt, definitiv. Ey Leute, ich gehe auf die 30 zu. Mit großen Schritten da. Geht da. So alt. Ja. Aber nee, ich habe dann gestern noch, als ich ausgemacht habe den Stream, habe ich hier angefangen aufzuräumen. Hatte übelst Hunger, weil ich den ganzen Tag noch nichts Richtiges gegessen hatte, außer ein Toast und zwei Eier. Habe mir dann irgendwie Grießbrei gemacht zu der Uhrzeit. So, beziehungsweise nach dem Aufräumen erst, nachdem mein Magen geknurrt hat ohne Ende, habe ich Grießbrei gemacht. Und dann kam Chrissy irgendwann nach Hause so, was isst du da? Ich so, hier ein bisschen Grießbrei, willst du auch? Dann haben wir den Grießbrei als Vorspeise benutzt und noch Döner bestellt, weil wir so doll Hunger hatten und keine Zeit und Lust mehr einzukaufen gestern. Und dann haben wir noch ganz, ganz kurz, ganz schnell das Bild angebracht. Beziehungsweise ich hatte davor noch ein paar Lücken gefüllt, nochmal auf Stream und Haarspray drüber gesprüht noch. Perfekt. Nee, Chloe streamt heute, stimmt. Jeden Tag kommst du dem Tod ein Stück näher. Das ist leider zu wahr, Eglos. Du bist noch jung, Gina. Ja, ich fühle mich an sich auch noch jung. Wobei ich halt zwischendurch manchmal schon so merke, dass ich so in Richtung 30er komme. So an bestimmten Sachen merkt man es so langsam. So wenn du dir... ich mir meine Leber angucke, wenn ich, bei was habe ich denn das letztens gedacht, wo ich so dachte, so, yo, ich merke, ich bin Endzwanziger. Ich weiß gerade nicht mehr, was das war. So eine Sache, wie wenn du dich über einen neuen Topf zu Weihnachten freust oder so, you know. Ah ja, und wie gesagt, ich brauchte das mit dem Alkohol noch nie so extrem. Ich brauche das halt so überhaupt nicht. Ah, ja. Braucht dieses Gepaart hier nicht mehr. Manchmal zeigt sich der innere Rentner. Genau. Genau. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen anfange, Briefmarken zu sammeln. Aus Versehen. So. Ich bin gerade in so einem Stadium zwischen warm und kalt. Und irgendwie, wenn ich das hoch mache, wird mir zu warm. Und wenn ich das runter mache, zu kalt. Der selbstgenähte Cardigan übrigens mal wieder, ne? Ich lange nicht mehr im Stream angehabt. Ich freue mich da auch drüber, aber ich bin erst 23. Okay, das glaube ich auch. Mit 25 fing es an. Habe mich letztens drüber geärgert, wie doof der neue Supermarkt bei uns eingerichtet ist. Ich kenne das Gefühl. Oh mein Gott, ja. Das auch. Oh Gott. Sarah einfach, wa? Einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Und hallo auch im Chat und danke für den Follow. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich fühle das sehr. Ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade stark am Überlegen, wo ich das letztens so krass hatte, dass mir das so in den Kopf gekommen ist, wo ich dachte so, yo, du merkst jetzt ganz eindeutig. Ich glaube, das war wieder so ein TikTok, wo es da irgendwie so war von wegen, früher hast du dir die Gedanken gemacht und jetzt ist es dann so eine Sache wie, die Wäsche muss noch aufgehangen, meine Wäsche ist noch in der Waschmaschine, ich muss den Geschirrspüler noch machen und bla 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 und dieses Ganze, du musst deinen Haushalt so täglich runterrattern. Ja, ist das Murmeln hier? Hin und wieder, aber nicht heute, Sarah. Wir murmeln hier hin und wieder ganz gerne mal, aber nicht heute an einem Samstagvormittag. Das ist mehr was für ein Party-Montagabend. Haha, 30, voll alt. Moment, ich bin 30. Ja. Das ist so... Das Ding ist, mein Kopf war so, okay, ich werde nächstes Jahr 30.
aber ich werde ja erstmal überhaupt dieses Jahr 29. So, aber mein Kopf ist schon viel weiter und denkt schon so, ey, nächstes Jahr wirst du 30. Und so, nein, du musst erstmal dieses Jahr nochmal Geburtstag haben. So nah bist du noch nicht dran. Aber ja. Sorry, jetzt bin ich endlich richtig da. Alles gut, Hollisch, alles gut. Aber dem, wie doof ein Supermarkt eingerichtet sein kann, das Eglos. Ich bin der Meinung, dass sobald du das erste Mal in einem doofen Laden einkaufen gegangen bist, nervst du das. Das ist altersunabhängig. Das ist altersunabhängig. Sobald du das erste Mal durch einen Laden gelaufen bist, der eingeräumt war wie doof, dann merkst du das, würde ich behaupten. Ganz schlimm, wenn die Sachen sinnlos verändern. Hab ich euch mal die Sojasoßen-Geschichte erzählt? Wo Chrissy und ich irgendein Gericht mit Sojasauce machen wollten und im Rezept stand explizit irgendwie helle Sojasauce oder so. Und dann ist Chrissy einkaufen gegangen und hat diese helle Sojasauce gesucht. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Laden er war, aber in diesem Laden standen an 3 verschiedenen Stellen Sojasaucen. So, wo steht jetzt die richtige? Die stand dann irgendwie, ich weiß gerade gar nicht mehr. Also einmal stand sie neben der Milch, dann stand sie halt irgendwie bei, wie heißt es? So exklusive Sachen etc. Und dann stand die nochmal woanders. Internationales irgendwie so, genau. Alter, wenn du fragst, ja, wo haben sie denn die helle Sojasauce? Da und da. Können sie sich aussuchen. Na toll, jetzt habe ich das Du bist Altlied von SpongeBob im Kopf. Das sagt mir gerade nichts. Das Du bist Altlied von SpongeBob? Ich habe manchmal so random Gary komm heim in meinem Kopf. Ich weiß auch nicht. Boah, weil ich es gerade im Chat lese. Weil Nosferaya gerade schreibt, ich bin sowieso mollig, ich nehme sowieso zu, wenn ich nicht aufpasse. Wir haben gestern bei Slicks ein richtig interessantes Thema gehabt. Wir haben angefangen, über Schönheitsideale und sowas zu reden. Und ich finde, das ist heutzutage eine mega krasse Gratwanderung, im Internet darüber zu reden, weil immer jeder irgendwie so zu allem seine Meinung hat und jeder sich irgendwie so übelst schnell angegriffen fühlt. Ist bei einigen Themen so, aber ist halt leider bei dem Thema Schönheitsideal auch so. Und ich fand das Thema richtig interessant. Wir haben da richtig relativ lange drüber geredet und so. Fand ich richtig, richtig interessant. Weil jeder sich mit jedem vergleicht. Ja, und weil dass du halt irgendwie so viele Gegenseiten hast und beide nicht unbedingt so das Ideal sind. Du hast dann halt irgendwie so ein bisschen diese extremen... Oh Gott. Oh Gott, schon wieder ein Fabi hier. Hallihallo Fabi, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Wir haben Samstag, Gina. Ja, tatsächlich. Fabi Tricks, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Und danke für den Follow, habe ich noch nicht gesagt. Ne? Ich bin noch nicht ganz wach. Mein Kaffeeglas ist noch nicht leer. Da ist noch zu viel Lücke in meinem, noch zu viel Kaffee in meinem Glas, als dass ich wach wäre. Ihr habt über mich geredet? Ja, klar. Nein, ich werde nächstes Jahr auch 30. Wenn es einem bewusst wird, so, ne? Hallihallo Zero und wunderschönen Samstag auch dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Mein Onkel ist blessed. Der kann täglich Familienplatten futtern, ohne im Ansatz dick zu werden oder zu sein. Ich finde, das ist auch so... Kennt ihr das, wenn du so eine Person hast, die wirklich so alles essen kann und dann kommt immer diese eine andere Person, die so sagt, naja, du wirst das nicht ewig können. Irgendwann wird sich dein Metabolismus auch umstellen. So. Okay, aber jetzt gerade kann ich's noch. Danke dafür. Ich will mich nur selbst mögen, aber ich habe gemerkt, dass Social Media mega toxisch ist. Ich schaue ja keine Nachrichten aus dem Grund. Ja, schon wieder ein Fabi. Ja, wir haben öfter mal Fabis hier in letzter Zeit. Ist aber auch ein sehr schöner Name. Das sind die Neider. Ich glaube auch, Viola, ich glaube auch. Ich habe meine Bestellung von Ankerkraut bekommen. Oh, Zero, da musst du mir unbedingt mal sagen, wie du die findest. Ich habe halt nicht allzu viel Geld und deswegen sind die mir immer ein bisschen zu teuer. Aber ich würde voll gerne mal ein bisschen was von Ankerkraut probieren. Aber ja, mit diesem sich selbst mögen ist halt so, genau das haben wir dann nämlich so ein bisschen auch gestern angefangen.
So Schönheitsideal ist ja so sowieso irgendwie so ein Ding. Jeder kann ein anderes Gesicht schön finden. Und dann hieß es irgendwie so, beziehungsweise ich meinte dann auch so mit Taisha zusammen, glaube ich, dass das Wichtigste eigentlich irgendwie auch so ein bisschen ist, dass die Person gepflegt ist. So ein bisschen Selbstpflege halt einfach. Und ja, keine Ahnung. und ich finde diese, es gibt so diese zwei Richtungen. Du hast halt entweder diese mega krassen Fitness-Instagrammer und bla bla bla, die so, oh ja, da Gesundheit für deinen Körper und nur so ist es am besten für deinen Körper. Und dann hast du diese andere Richtung, ja, diese Body-Positivity Instagrammer und was weiß ich, die teilweise auch ein bisschen zu weit gehen, die auch daraus Profit schlagen, dass diese krasse Body-Positivity, weil das will halt jeder hören. Und für mich geht's dann immer zu weit, wenn du krankhaftes Körperverhalten positiv redest. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig. So Body Positivity, ja, ist das eine. Wir haben nicht nur dieses eine Schönheitsideal, aber wenn es dann in ein sehr krankhaftes Körperverhalten geht und man das beschönigt, finde ich es immer schwierig. Hallo Thule, vielen lieben Dank für deinen Follow, dankeschön. Einen wunderschönen Samstag dir. Kennst du dieses Bild aus dem SpongeBob-Schwammkopf-Film, als Patrick rot wird, weil er ein Kompliment bekommt? So stellst du dir mich jetzt mal vor. Weil ich gesagt habe, Fabi ist ein schöner Name. Ich mag den. Ich hatte einen Kindheitsfreund, der hieß so. Fand den Namen immer sehr schön. Und mein Cousin heißt auch so. Ah, ja. Also ich schaue extra auf Twitter, um Toxicness mitzubekommen. Es gibt so bestimmte Sachen, da guckt man extra nach. Das stimmt. Da will man dann wissen so, oh, das gibt Beef. Lass mich auf Twitter nachgucken. Das kenne ich auch. Ich berichte gerne mal. Danke, Zero. Ich weiß, die haben auch so ein Pancake-Gewürz, wo ich schon ein paar Mal so war. Was ist in dem Pancake-Gewürz alles so drin? Bin nur neidisch auf Chloe. Das verstehe ich auch. Chloe ist halt auch wunderschön. Hab schon einiges von Ankerkraut. Ich meine, im Grunde sind Gewürze Gewürze, aber besondere Gewürze und Mischungen sind da echt nice. Ja, vor allen Dingen, weil du für bestimmte Sachen halt wirklich so eine Mischung vorgefertigt hast und dann nicht alles irgendwie so selber zusammenmixen musst für bestimmte Sachen. Finde ich halt schon ganz geil, die Idee. Und weil die auch mal so ein paar interessantere Gewürzmischungen haben. Leider. Dann gibt's Leute, die behaupten, dass man fett schämt, wenn man sagt, dass man abnehmen will, weil man sich selbst zu dick findet. Das finde ich dreist zu behaupten. Ja, genau. Also dieses Body-Shaming-Ding. Also es ist so, ich will halt nichts Falsches sagen, weil ich bin eine Person im Internet und ich bin der Meinung, so Übergewicht ist an sich bis zu einem gewissen Grad nichts Schlimmes und Frauen mit Kurven sind schön und du musst nicht diese Modelfigur haben, um eine schöne Figur zu haben als Frau. Ich bin mit meiner Figur sehr zufrieden. Ich finde, ich könnte ein bisschen sportlicher sein, aber ich bin mit meiner Figur sehr zufrieden. Aber ich finde, sobald es in so eine Richtung geht, wo dann Leute behaupten, ja, keine Ahnung, so, es ist ein bisschen schwierig, weil du kannst nicht über eine Person urteilen, so, weil du weißt nie, was für eine Krankheit eine Person hast. Man kann Krankheiten haben, weshalb du dolles Übergewicht oder dolles Untergewicht haben kannst, wie Schilddrüse und was weiß ich. Aber dann kannst du das ja medikamentieren und du kannst was dagegen tun. Und sobald es in so eine Richtung geht, wo es für deinen Körper gefährlich wird, weil du eine bestimmte Gewichtsgrenze über- oder unterschreitest, dann kann man nicht mehr sagen, naja, Body Positivity, du bist schön so, wie du bist, weil das ist für die Person gefährlich. So, das ist mein Grund. So. Und ich finde, also meine Meinung so. Und ich finde, man sollte überhaupt niemanden fettschämen und was weiß ich. Und nur weil jemand Über- oder Untergewicht haben kann, heißt es nicht, dass die Person hässlich ist. Ich finde, Schönheit macht sich sehr, sehr stark im Gesicht und in der Ausstrahlung bemerkbar. Aber man muss auch immer ganz stark aufpassen, dass man das nicht die ganze Zeit beschönigt und dass der Person damit irgendwie noch schwerer macht oder so. Versteht ihr, was ich meine? Wie gesagt, ich versuche mich gerade nicht in die Scheiße zu reiten, weil schwieriges Thema. Ja. Hallo Sandy, einen wunderschönen Samstag dir und dir auch, Eggy. Hallo. Das Schönste kommt ja immer noch von innen, genau. Eine Person kann noch so wunderschön aussehen, wenn die Fresse aufmacht und da kommt nur Müll raus, dann ist die Person nicht mehr schön.
bei mir so. Und ich kenne es auch andersrum, dass du eine Person anfangs gar nicht mal so hübsch fandest und dann hast du die immer besser kennengelernt und immer häufiger das Gesicht angesehen und gesehen, wie hübsch du die Person eigentlich findest. Ich muss schon los zum Spiel. Ich wünsche euch noch sehr viel Spaß. Ganz, ganz, ganz viel Erfolg, denke ich mal, beim Spiel. Dann, Frommilla, und schön, dass du reingeschaut hast. Und danke nochmal für die Subs und einen wunderschönen Samstag dir. Und hallo, hallo, gehen. Habe tatsächlich Einzelgewürze. Die Mischung mache ich immer selber. Die haben so besondere Sachen wie zum Beispiel schwarzes Hawaii-Salz. Das ist geil. Und ja gut, die sind halt vergleichsweise teuer, aber im Vergleich zu anderen Gewürzen hat man da auch ziemlich coole Gläser dabei. Das stimmt, wenn man die so richtig präsentieren kann, ist nice. Solange es nicht gefährlich für die Gesundheit wird, egal ob zu dünn oder zu dick, darf jeder mit sich selbst zufrieden sein, was man, wie man es selbst will. Ja, genau, denke auch. Endlich sagt es mal jemand, ich finde, dass diese Body Positivity etwas in eine falsche, ungesunde Richtung geht. Zu wenig und zu viel wiegen ist immer noch ungesund und hat nichts mit Positivity zu tun und wird nur oft verdrängt, ja. So, du kannst akzeptieren, dass deine Situation so ist und du kannst trotzdem dich als Person wohlfühlen und dich nicht anhand dessen ausmachen, aber du solltest trotzdem für dich erkennen, dass das vielleicht nicht die gesündeste Lebensweise ist. Und das so zu bestärken, finde ich halt immer schwierig. Das ist so, wenn ihr eine beste Freundin, ja, sagen wir eure beste Freundin, und die nimmt, sagen wir mal, in so einem Monat oder in zwei Monaten 20 bis 30 Kilo zu und würde euch dann um eure ehrliche Meinung fragen, so, ich würde nicht sagen, sie sieht scheiße aus oder du bist jetzt fett geworden oder was weiß ich, aber ich würde fragen, geht es dir gut? Weil das ist ungewöhnlich. So, so hat sie irgendeine Krankheit, weshalb das jetzt passiert ist? Oder geht es ihr so schlecht, dass sie das gerade irgendwie, ne, irgendwie essenstechnisch kompensiert und so? Und kann man helfen, warum geht es der Person schlecht oder so? Ne? Also das ist immer so, das ist so ein ganz, ganz schmaler Grad. Man will, dieses Body-Shaming und so ist vollkommen fehl am Platz. Aber sobald man merkt, irgendwie dieser Person geht es nicht gut und es geht wirklich in eine ungesunde Richtung, dann finde ich es da schwer, einfach zu sagen, ach, das ist gut so, wie es ist, so, you know. Ist es überhaupt möglich, in einem Monat 30 Kilo zuzunehmen? Weiß ich auch nicht, habe ich auch gerade im Hinterkopf gedacht. Hallo Jane, wunderschönen Samstag wünsche ich dir, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo. Ich finde auch, dass es sehr darauf ankommt, wie man sich selbst ausdrückt und optisch über sich aussagt. Körperhaltung, Mimik und sowas ist für mich persönlich schon ziemlich wichtig. Ja, finde ich auch, das stimmt. Und wie gesagt, ich habe auch schon Frauen gesehen und auch Männer, die ein bisschen übergewichtiger oder sowas waren und trotzdem unglaublich eine schöne Ausstrahlung und unglaublich schön für mich waren. So, das hat nichts unbedingt damit zu tun. Das hat viel mit Ausstrahlung zu tun. Ich verweise nochmal auf die Serie Queer Eye, weil ich das da auch immer wieder merke, weil da so tolle Persönlichkeiten bei sind und die das auch immer wieder hervorheben, dass es darauf ankommt, was du aus dir machst und wie du dich, so ein bisschen das viel Selbstbewusstsein ist. Und wenn du dich selber so aufgibst und so und dich nicht mehr schön anziehst und so, ist so die Sache. So, guckt euch Queer Eye an. Ich kann euch Queer Eye empfehlen. Das ist so viel mit Positivity und Körperpositivity zu tun, ohne irgendwie auf Gewicht und sonst was einzugehen. Ich liebe es, sage ich euch immer wieder. Queer Eye, absolute Empfehlung. Heute mal wieder motiviert, ist selten die letzte Zeit, also alles gut und danke und dir. Ich wollte sowieso mal fragen, wie es dir jetzt geht mit deiner, ich weiß, Psychotherapie? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo genau du hin bist. Emanuel, hallöchen, wunderschönen Samstag. Ich habe jetzt gegessen und bin jetzt richtig da, das ist sehr schön, Jan. Ich habe noch gar nicht gegessen und mir tun meine Arme weh wie Scheiße. Ich krieg meine Tasse nicht hochgehalten. Ja, aber wie gesagt, ich fand das Thema irgendwie gestern ganz interessant, weil dann halt irgendwie eine Frau da war bei Catfish, die ein echt schönes Gesicht hat und sich, die hat dann selber gecatfished und hat halt dann von irgendeinem Model irgendwie die Fotos geklaut und was weiß ich, weil sie sich selbst so nicht wohlgefühlt hat und dann habe ich mir die so angeguckt und ich war so, ich verstehe es nicht, weil was hat sie dazu gebracht, dass sie sich selber nicht mehr hübsch findet? Ist es wirklich nur ihr Gewicht, weshalb sie sich nicht mehr hübsch findet? Weil die hatte ein bildschönes Gesicht. Ich fand die vom Gesicht her sehr schön. Die hat eine sehr schöne Stimme gehabt und die hat eine super schöne Ausstrahlung gehabt. Aber die hat sich selber
nicht mehr wohlgefühlt und war der Meinung, sie müsste jahrelang versuchen, jemand anders zu sein. Und dann, dass man dann immer diese Bilder von so Models und was weiß ich klaut, weil, woran man ja sieht, dass sich damit verglichen wird. Und so ist unglaublich schwer. Psychotherapie, viel läuft gut, deswegen geht's mir aktuell ab. Psychotherapie läuft gut, deswegen geht es mir aktuell eher etwas schlechter. Sicher, dass die Therapie gut läuft? Muss das so sein? Fragt Chrissy gerade hinter mir. That's not how it's supposed to be. Ich glaube auch. Hallo Lucky Mage, einen wunderschönen Samstag dir. Umstyling. Also erstmal musst du auf morgen ca. 10 Kilo abnehmen. Und genau das machen sie eben nicht bei Queer Eye und das liebe ich. Genau das machen sie nicht. Sie sagen dir, wie du mit deiner Körperform die richtigen Sachen trägst, was zu dir passt und dies und das und jenes. Die haben noch nie irgendwem gesagt, du musst abnehmen oder sowas oder du musst zunehmen oder keine Ahnung was. Die sind sehr, sehr, sehr krass auf Selbstbewusstseinsbuilding bei Queer Eye. Dass die Person wieder anfängt, sich selber zu lieben. Und das liebe ich so sehr. Hallihallo Nordlichtkind. Einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Bei mir gibt es nur Kaffee zum Frühstück. Wir haben noch Aufbackbrötchen, glaube ich. Aber natürlich muss das so sein. Kommt ja auf die Probleme an. Erst aufarbeiten und dann lösen. Okay, verstehe ich. Ja, das habe ich auch gerade so ein bisschen überlegt. Aber ja. Aber freut mich, Jay, dass die Therapie gut läuft. Und dass es vielleicht auf langere Sicht dann wieder ein bisschen besser wird. Ja, vielleicht auch Entscheidungen, die man treffen muss oder sowas dann, ne? Klingt komisch, oder? Aber meine Therapeutin sagte, dass da viel tiefer sitzt, was langsam aber sicher ausbricht, ist bei mir ein großes Problem, weil ich kaum bis keine Erinnerung habe an Kindheit und Jugend. Okay, krass. Das ist heftig. Okay. Ja, wie gesagt, ich kann's mir sehr gut vorstellen. Vielleicht auch irgendwie, wenn man dann da sitzt und einige Sachen erstmal realisieren muss und dadurch geht's dir in dem Moment erstmal schlechter, weil du anfängst, alles zu realisieren und dann musst du es aufarbeiten. Das macht Sinn. Das macht sehr viel Sinn. Vor allem verändern die Personen nicht, sondern helfen denen quasi mit dem, was sie haben, zu strahlen. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Ja, genau, Queen Henning. Ich liebe diese Serie. Die haben das. Oh, du hast manchmal schon so dieses Funkeln am Ende in den Augen von diesen Personen gesehen, wenn die erkannt haben, so ey, ich kann viel mehr mit mir machen und ich sollte viel selbstbewusster sein. Und ganz oft ist es halt einfach auch so, ja, gleich. War irgendwie letztens so eine Folge, da war irgendwie so eine fast 60-Jährige, die noch so voll flippig war und noch in High Heels und kurzen Hosen und was weiß ich. Und die haben ihr am Ende nicht gesagt, ey, du musst dich jetzt wie eine Oma kleiden, du musst jetzt hier langsam so und so und so eine Klamotten anziehen und in deinem Alter solltest du die Haare kurz tragen oder so. Sondern die haben ihre Persönlichkeit beibehalten. Die ist am Ende trotzdem noch die flippige Oma gewesen, aber ein bisschen seriöser und so. Und die haben ihr trotzdem gesagt, so, es ist okay, wie du bist und du darfst so flippig sein. Aber komm deiner Tochter ein bisschen entgegen und lerne, warum dies, das, jenes. Und bring so ein bisschen Ordnung in dein Leben. Und warum fühlst du dich so, dass du so... Die hatte, glaube ich, auch ganz doll ADHS und so. Und hat dann irgendwie ihr Leben so... Alles war Chaos bei ihr. Und dann haben die der so krass geholfen am Ende. Und ich fand es so schön, aber ohne der ihre Persönlichkeit zu zerstören in allem. So, und ich fand das so toll. Das sind so manche Folgen, die einem so extrem im Kopf bleiben dann da. Oder teilweise auch so Leute, die gar nicht merken, was für Erfolge sie schon geschafft haben. Und dann werden die so nominiert vom Partner oder von Arbeitskollegen und so, weil die gar nicht checken, dass sie selber so viel schon erreicht haben und sich selber irgendwie dabei komplett außer Acht lassen. So, so schöne Folgen. Ich kann euch das echt empfehlen. Gerade wenn ihr vielleicht auch mal so einen schlechten Tag habt und so ein bisschen Positivity in eurem Leben braucht. An so einen Tagen kann ich euch Queer Eye echt empfehlen. Weil es echt irgendwie so herzlich. Es ist einfach unglaublich herzlich. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Ja. Fühl dich festgedrückt. Ich weiß, wie es ist. Ja, genau. Wissen ja einige hier bei uns, ne?
du mal schreiben magst, ich habe ein offenes Ohr für dich. Na, no, Noel, voll süß. Ihr Süßies. Oh, Zero, du hast tiefes Emotes, sehe ich gerade. Nice. Ja, aber ernstes Thema halt, ne? Ich finde es auch so krass mit diesen unterdrückten Erinnerungen und sowas, dass unser Gehirn dazu fähig ist, dass wir wirklich Erinnerungen komplett ausblenden können, um uns selber zu schützen und dass das ja bis heute noch gar nicht so krass erforscht ist und so. Bei mir gibt es heute extreme Gesichtspflege. Das klingt super, Nosferaya. Ich schaue mir das nicht an. Da sind nicht Heterosexuelle dabei. Mimi. Ja, wenn man so denkt, dann... weiß ich auch nicht, ob man in meine Community gehört, bin ich ehrlich. Nee, das sind so tolle Menschen. Und da ist so eine Vielfalt von Menschen vertreten, so tolle Menschen. Und die Serie heißt Queer Eye, nicht ohne Grund. Und die sind einfach unglaublich herzlich, alle fünf. Mit Hochdruckreiniger? Ich habe gerade noch bei Nosferaya im Kopf gehabt, dass sie heute extreme Gesichtspflege hat. Und dann sehe ich von Zero die Antwort mit Hochdruckreiniger. Aber die war woanders drauf bezogen, glaube ich. Na, Nosferaya, dein Gesicht mit Hochdruckreiniger reinigen heute? Hallo Bierschiss, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hier ist der Mann mit dem Kater. Ich habe mich gestern schon gefragt. Wie geht's dir, Bierschiss? Was, warst du bei Jojo gestern dabei oder wo hast du gesoffen gestern? Heute extrem. Warte, was macht Noel mit dem Hochdruckreiniger? Ich glaube, das war wirklich an das Faraya gedacht, ne? Hast du es falsch verlinkt, Seo? War tatsächlich an das Faraya. Nice. Schön. Oh. Nochmal, das ist natürlich nicht meine Meinung. Ich weiß, hast ja auch so diese Anführungszeichen gemacht, Hollisch, ne? Aber wenn jemand so reinkommen würde und das schreiben würde. Ich glaube allerdings auch nie, dass niemand hier so denkt, glücklicherweise. Denke ich eigentlich auch. Weil, wie gesagt, es ist auch eine dumme und veraltete Sichtweise. Ja. Ich finde sowieso dieses Thema voll interessant, vielleicht gerade weil es mich selber nicht betrifft, weil ich das immer voll gerne verstehen möchte. Und ich bin zum Beispiel auch, kennt jemand von euch die Serie Pose? Einfach wie Pose auf Englisch? Wir fangen beide mit No an. Ja, man verlinkt dann manchmal falsch, so, ne? Isst du Pommes um die Uhrzeit? Nein, okay. Er ist nur längliche Kartoffelscheiben, die etwas Ähnlichkeit mit Pommes haben. Hallo Tifan, wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Solange du weißt, dass das hier ein Safe Space ist, dann ist das schon mal gut. Das ist genau. Genau, Jay. Nein, danke. Ich finde die widerlich. Nee, ich war RL-saufen. Nur ein bisschen Kopfweh, ansonsten alles prima. Also so schlimm ist es nicht. Das ist schön. Das ist doch sehr schön. Wie du weißt, haben Mäuse Angst vor Katern. Deswegen ist das immer hier schwierig, wenn Kater im Chat sind. Mir geht's supi und die mir auch. Was heißt supi? Mir tut alles weh. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir heute zeichnen können oder ob wir heute einfach nur ein bisschen quatschen. Weil ich mich kaum bewegen kann und ich weiß nicht, wie sehr ich einen Stift halten kann heute. Wirklich nicht. Mir tun so die Hände weh. So extrem. Angst, Nosferaya. Im Hintergrund in unscharf sieht's aus wie eine Erdbeertorte, wenn er die der Länge nach zeigt. Schöne Erdbeertorte zum Frühstück? Geili, oder? Ich habe auch einen Kater und überall Schmerzen. Ja, perfekt, Noel. Dann bist du heute die Mischung aus mir und Chrissy. Aber wirklich, mir tun so krass die Finger weh. Ich hatte das lange nicht mehr. Ich bin auch der Meinung, dass mein einer Arm ein bisschen geschwollen ist. Ich weiß nicht. Sieht irgendwie für mich so, fühlt sich zumindest so an. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ein bisschen Muskeln aufgebaut. Naja, wobei, ich weiß, wie sich Muskelkater anfühlt und das fühlt sich nicht wie Muskelkater an. Hast du die Schmerzen vom Basteln gestern? Ich glaube schon.
vielleicht auch zusätzlich in den Armen. Das hat sich, glaube ich, in den Armen die letzten Tage so ein bisschen aufgebaut bei mir. Weil ich halt sehr viel am Computer arbeite momentan. Sehr, sehr, sehr viel. Ja, ich nehme die ja schon. Wo ist die Scheiße denn da drüben? Ja. Und ich halt einfach, ich habe ja schon meine ergonomische Maus, aber ich bin trotzdem sehr, sehr, sehr viel am Computer in den letzten Tagen. Ich habe gestern die letzte Fuhre von den Streams hochgeladen über Nacht. Ich muss jetzt nur noch schauen, weil der leider ein paar Minuten zu lang ist, wie ich den Halloween-Stream online kriege. Der ist 3 Minuten zu lang für YouTube. Ansonsten habe ich alle Videos drüben und kann jetzt die nächsten Tage fleißarbeitmäßig da die ganzen Videos einrichten. Video, Beschreibung und bla bla bla. Playlists und alles Mögliche. Aber an sich sind jetzt alle hochgeladen. Muss jetzt keine Nacht mehr meinen Computer anhaben und irgendwelche Videos hochladen. Außer wahrscheinlich den 12-Stunden-Stream nochmal. Wenn man stundenlang auf dem Boden sitzt, ist das auch irgendwie kein Wunder. Gute Besserung. Ja, vor allen Dingen, ich habe das dabei gar nicht so krass gemerkt. Und dann ist mir so im Nachhinein wie so aufgefallen, wie ich mich an vielen Stellen einfach so auf den Arm abgestützt habe und halt wirklich mich die ganze Zeit so umgedreht habe, weshalb mir der Rücken wahrscheinlich so wehtut und diese Haltung die ganze Zeit. Ich glaube, das war nicht so ideal. Und dazu dann auch vielleicht momentan nicht die beste Ernährung. Es kam? Deins, okay. Mein Leben in der Nutshell. 10 Stunden PC auf der Arbeit und doch mal, dann nochmal 5 Stunden privat. Das Ding ist, ich mach's ja gerne. Und ich sitz auch gerne am Computer, bin ich honest, aber ist trotzdem so, wenn du dann nichts anderes mehr machst, dann geht das mal schnell, ne? Bei mir ist momentan so, man ist halt keine 20 mehr, ja? Bei mir ist halt momentan so, ich stehe auf, ich gehe an den Computer, mache alle möglichen Büroarbeiten, dann streame ich irgendwie abends, dann habe ich zwischendurch jetzt dann jemand mir den Laptop genommen ins Bett und bin am Laptop, wieder am Computer, bloß im Bett und habe da geschrieben, dies und das und jenes. Und irgendwie, ja, sehr, sehr viel Computer gehört. Und wenn ich nicht am Computer bin, dann bin ich an der Nähmaschine. Auch auf Dauer anstrengend. Dann geht das Internet in Deutschland jetzt wieder. Es sollte jetzt wieder besser funktionieren. Es sollte jetzt wieder besser funktionieren, das Internet in Deutschland. Ich beanspruche es nicht mehr. Außer zum Stream. Gestern den Pizmeet-Stream von früh 6 Uhr geschaut, aber nur bis 10 Uhr. Die hatten einen 20-Stunden-Stream gemacht. Krass. Ich habe gestern Abend noch bei Bram gesehen, dass er irgendwas Interessantes gemacht hatte, aber ich war dann bei Slicks. was mache ich nun während dem Stream? Referat, das ich nächste Woche halten muss? Oder doch Planet Coaster? Oder? Sofort, Queen Hen Hen, sofort. Oder du machst es wirklich so, dass du versuchst, dein Referat mindestens zur Hälfte fertig zu machen und belohnst dich dann mit Planet Coaster, Hollisch. Ich meine, das ist schon offen. So. Gestern beim Pizmeet-Stream hat Peter die Frage gestellt an den Chat, lieber Homeoffice oder in Büroarbeit? Gute Frage. Jan, du hast perfekte Fragen immer. Du könntest Questions of the Week bei Discord machen, bin ich ehrlich. Du hast super Fragen immer. Ich persönlich bin lieber ein Homeoffice-Mensch, weil ich in meinem eigenen Tempo arbeite und Büros mich ablenken und ich tatsächlich manchmal in so einem konzentrierten Umfeldern schlechter arbeiten kann. Weil ich dann irgendwie so ein bisschen dieses Umgebungsding habe und was weiß ich. Und man sich so beobachtet auch manchmal fühlt und was weiß ich. Und ich glaube, in seinem eigenen Tempo zu arbeiten ist besser. Und ich finde es nicht schlimm, wenn du zu Hause arbeitest, wenn du 20 Minuten arbeitest, 5 Minuten das. Du darfst halt trotzdem dann, musst am Ende irgendwie so insgesamt deine Arbeitszeit am besten haben. Aber ja, wenn du dann im Büro wieder aufstehst und dir einen Kaffee holst und zwischendurch versuchst, die Beine zu vertreten und was weiß ich, ist dann gucken die meisten immer komisch, weil die dann erwarten, du arbeitest jetzt 4 Stunden am Stück, machst deine Pause und arbeitest nochmal weiter. Und deswegen bin ich persönlich mehr der Homeoffice-Mensch.
Ich kann aber durchaus verstehen, warum Leute das nicht so gut können, dass die diese Büroatmosphäre brauchen und auch mal von zu Hause weg wollen. Kann ich durchaus sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Kommt auf den Arbeitsplatz und die Arbeit an. Das kann natürlich auch stark sein. Oh Gott, ich habe sogar in den Beinen Muskelkater, merke ich gerade. Alter, mir tut mein ganzer Körper weh. Oh, warum habe ich denn so einen Muskelkater? Referat über Planet Coaster. Das klingt nach einem Kompromiss. Gibt es hier Menschen, die sich mit PC-Komponenten auskennen? Nein. Bin Homeoffice-Mensch, weil meine Kollegen Sexisten und Rassisten sind. Queen Hen Hen, blöde Frage, aber warum bist du dann noch da? Jeder weiß, dass davor die Hälfte machen in Wirklichkeit nur ein Viertel ist, aber immerhin hat man dann schon was fertig. Ach so, wegen dem Planet Coaster und Referat gerade. Ja, aber wir Menschen leben nach diesem Belohnungsprinzip. Wir können gut arbeiten, wenn wir uns belohnen, so, weil wir dann positive Verbindungen damit haben. Also mach was, belohn dich, dann gib dir eine Stunde für Planet Coaster oder so. Dann weißt du, du hast dich belohnt und dann mach weiter und danach wieder Planet Coaster. So, das ist nicht schlecht, wenn man das konsequent machen kann, natürlich. Ja. Geld ist gut, 35 Stunden nah an der Wohnung, 33 Tage Urlaub und 13 Gehalt. Ist halt schon gut, aber wenn man sich da nicht wohlfühlt. Ich weiß, dass es meine Mama halt sehr, sehr lange hatte. So, dass sie halt jahrelang irgendwie bei einem da geblieben ist, weil sie da halt jetzt schon einen guten Standpunkt hatte, aber die hat halt komplett irgendwann, die ist irgendwann gar nicht mehr glücklich gewesen in der Firma. Wegen den Kollegen. Und ich glaube, Kollegen ist wirklich das, was am meisten ausmacht am Arbeitsplatz. Und ja, dann gibt man manchmal der Firma eben einen Kick, wenn man da gute Arbeiter verliert, weil, ja. Aktuell schmiert mir nämlich immer öfter Premiere Pro ab und meine CPU und RAM sind maximal ausgelastet. Okay. Auf jeden Fall Büro, ich brauche die Abwechslung. Verstehe ich, ja. Aber bei mir ist dann immer so, dann geht täglich Zeit für den Fahrtweg drauf, den ich nicht unbedingt haben muss. Und wie gesagt, also so ein bisschen dieses, wenn du Pausen hast, die du nicht zu Hause hast, dann bin ich immer so, ich nutze gerne meine Pausen und mache irgendwas komplett fernab vom Computer oder so. Und ich habe schon in der Schulzeit Pausen gehasst, weil ich nichts machen konnte. So, und ich bin dann so ein Mensch, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt mal kurz weg vom Computer, dann fange ich an aufzustehen und mache eine Wäsche an oder mach ganz schnell den Geschirrspüler oder doch irgendwie mal schnell irgendwie ein paar Klamotten in meinem Schrank irgendwie wieder sortieren, irgendwas in die Richtung. Einfach, dass ich zwischendurch komplett weg vom Computer komme und das, wenn ich eine Pause mache, sagen wir mal dieses, wie heißt dieses Pomodoro-Prinzip, wenn du Pomodoro-Prinzip auf Arbeit machen wollen würdest, ja? Und du sitzt auf Arbeit und bist so 20 Minuten konzentriert, 25 Minuten konzentriert und willst 5 Minuten Pause machen, so. Und dann guckst du einfach irgendwo und starrst in die Gegend und diese Pause wirkt einfach nur, als wenn du auch wieder einen Timer runterlaufen lässt, bis es gleich weitergeht. Ja, mag ich nicht. Ich mag Pause machen in Büros nicht. Und auch, wenn ich eine große Mittagspause hatte, immer so von 12 bis 13 Uhr Mittagspause, mochte ich nie, weil ich konnte nichts machen. Peter hat eine Umfrage gemacht und die meisten im Chat wollen gerne im Homeoffice arbeiten, hätte ich nicht gedacht. Das Ding ist mit dem Homeoffice, du kannst das ja auch so abwechslungsreich machen, dass du halt sagst, du machst flexible Tage. Das ist vielleicht irgendwie eine ganz gute Option, dass man sagt, okay, 2 oder 3 Tage die Woche kommt ihr ins Büro und 2 oder 3 Tage habt ihr Homeoffice und könnt das flexibler für euch machen, so wie es besser passt. Aber dass man die Person zwischendurch immer mal noch sieht, dass man doch weiß, wer seine Kollegen sind und was weiß ich, aber dass man doch flexibler ein bisschen Homeoffice machen kann oder so. Ich meine, wir leben in Zeiten, wo das sehr einfach möglich ist. Also warum nicht? Hallo Gamer Life, einen wunderschönen Samstag dir.
Einer hat jetzt wenigstens eine Abmahnung bekommen, weil ich mich gegen Mobbing gewehrt habe. Das ist schon mal sehr gut, Queen Hinhin. Schon mal ein Anfang, solange du selbst noch glücklich mit dem Arbeitgeber bist. Sobald man morgens nicht mehr hin mag, sollte man sich Gedanken machen. Spreche aus Erfahrung. Ja, same. Wie gesagt, hatte meine Mutter auch, hatte ich selbst auch. Ist ganz schwierig. Und dann sollte man gucken, so was ist mir wichtiger, dass ich jetzt bei dem Arbeitgeber sehr viel Geld kriege oder meine mentale Gesundheit. Hallo Spielend Leicht, hallo Yelda, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben Homeoffice seit Corona fast durchgängig und ich will nicht mehr ins Büro, verstehe ich. Ja, wie gesagt, vor allen Dingen, wenn du dann gemerkt hast, dass es für dich funktionieren kann. So, ich habe am Anfang auch ein bisschen Probleme gehabt, so mit diesem Konzentrieren und keine Ahnung was, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich jetzt ins Büro gehe, ist es noch schlimmer. Aber wenn du dann irgendwann merkst, okay, Homeoffice funktioniert für mich, warum nicht? Gerade weil es einfach auch Berufe gibt, wo es total dumm ist, was anderes als Homeoffice zu machen. Es gibt so viele Berufe mittlerweile, wo es gar nicht mehr nötig ist, in ein Büro zu gehen. Warum sollte ich dafür in ein Büro und dann in einem Großraumbüro in meinem kleinen grauen Kasten oder sowas im schlimmsten Fall sogar noch arbeiten, wenn ich die gleiche Arbeit einfach von zu Hause machen kann? Ich habe extra geschaut, welche passen auf die Hersteller. Okay. Okay, ihr redet gerade über Computerteile hier. Yelda, kleine Frage. Weißt du, wann die schwarzen Tassen zurückkommen? Ich wundere mich seit Wochen. Ja. Hallo Narocken, wunderschönen Samstag dir. Hallo. 25,5 funktioniert in meinem Job aber nicht. Man kann ja auch 50,10 machen oder so, ne, geht ja auch. Aber ich kann immer und jederzeit Pause machen und rausgehen etc. Aber ich bin da speziell. Das, wie gesagt, das kann halt nicht jeder in jedem Beruf so. Und gerade wenn du in so einem Betrieb bist, wo noch irgendwie so viel so konservativ geguckt wird und du nicht irgendwie zwischendurch mal deine 5 Minuten Blick vom Bildschirm wegmachen darfst oder so, das ist dann halt immer schwierig. Ich bin noch auf dem Stand, dass Gina studiert. Was arbeitest du denn, wenn du erzählen magst? Spielend Leicht. Ich bin mittlerweile, mein Studium und meinen Beruf habe ich abgelegt. Und ich bin mittlerweile Vollzeit-Streamerin und Auftragszeichnung. Das sind so die beiden Berufe jetzt gerade. Über Streamen und über die Zeichnungen, die ich für andere mache. Das funktioniert gerade ganz gut. Dank euch kann ich das machen. Ich bin euch da auch immer wieder unglaublich dankbar für. Dank euch kann ich das momentan machen und so unglaublich viel Zeit da rein investieren. Und ich liebe es. Mützenmaus Gina Yuki. Einen wunderschönen Samstag dir. Hallöchen. Ich wusste gar nicht, dass die rausgenommen wurde. Da steht seit Wochen, dass die ausverkauft sind und bald wiederkommen. Ich bin voll am Überlegen, ob die gerade Lieferschwierigkeiten haben, weil schwarze Farbe aus ist für Tassen. Ich weiß es nicht. Seit Wochen sind die ausverkauft und du kannst in keinem Spreadshop momentan irgendeine schwarze Tasse holen. Ist ganz, ganz selten schwarz so. Auch weil ich bei Slicks auch ganz gerne mal eine schwarze Tasse holen wollte, aber die gibt's momentan seit 2 Monaten oder so schon nicht. Also so, das war das, was mir das erste Mal aufgefallen ist. Güterzugfahrer mit 25,5. Jungs, ich mache mal 5 Minuten Pause. Ja klar, zum Beispiel bei sowas geht's nicht. Es gibt definitiv Berufe, wo es nicht geht, ne? Definitiv. Mein Kopf rattert gerade einige Berufe durch, wo das absolut nicht geht, wo du so sagst, so, ah, Krankenschwester, ich mache jetzt 5 Minuten wieder Pause. Mach ich jetzt nicht. Hab auch mal versucht, Homeoffice anzubringen bei mir. Das Krankenhaus fand das komischerweise nicht so gut. Da haben wir genau das Beispiel, was ich gerade meinte. Da geht das zum Beispiel nicht, ne? Es gibt definitiv Probleme, Probleme, Jobs, wo es nicht geht. Job gleich Probleme, merken wir. Das Ding ist, es gibt zum Beispiel so eine Berufe, Telefonist oder sowas, wenn du Kundenservice am Telefon konsequent machst. Wofür muss ich da in einem Büro sitzen? Wofür muss ich in einem Büro sitzen, um den Kundenservice am Telefon die ganze Zeit zu machen, wo ich dann auch noch von den ganzen Umgebungsgeräuschen in meinem Büro eher gestört werde
als dass ich zu Hause mit so einem Headset rumlaufen kann und immer mal, wenn ich am Computer was gucken muss für den Kundenservice, da rangehen kann. Aber an sich, das eigentlich von zu Hause übers Telefon die ganze Zeit machen kann, ne? Das ist so doof. Ah, wie... Ich weiß leider auch nicht, woran das liegt, aber ich habe gehört, dass Stick jetzt endlich richtig anlaufen soll. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Oh, da freue ich mich ja drauf. Danke fürs Bescheid geben, Yelda. Kann ich dich, ich frage jetzt mal so hier in live im Chat, darf ich dich im Notfall auch mal anschreiben, dass ich dich vielleicht so ein bisschen als Ansprechpartner habe? Wäre das okay für dich? Wenn ich da irgendwie mal eine Frage oder sowas habe? Die Leute, die Fallschirmspringe begleiten. Jo, ich mach mal Pause, du machst das schon. Ja, genau. Oh. Ich hätte auch gerne eine schwarze Tasse gehabt. Ja, glaube ich. Mögen viele schwarze Tassen. 75% aller Bürojobs ohne persönlichen Kundenkontakt können ins Homeoffice. Ja, definitiv. Das kam jetzt raus. Quantheit über den Sky. Zero, vielen, vielen lieben Dank für den verschenkten Sub an die liebe Yelda. Dankeschön. Und hallihallo, Slicks, wie geht's dir? Na gut, geschlafen? Ich schon. Geschlafen wie ein Stein, hab immer noch die gleichen Schmerzen wie gestern Abend. Hat also nichts gebracht. Aber an sich habe ich ganz gut geschlafen. Ich glaube, ich habe schon wieder irgendwelche weirden Träume gehabt. So, aber ja. Hallo, Buddy, einen wunderschönen Samstag auch dir. Absolut Thomas ist es, glaube ich, ne? Danke für den Follow, dankeschön. Lieber Mond, du hast es schwer, du hast allen Grund zur Klage. Du bist nur 12-mal voll im Jahr. Ich bin es alle Tage und damit moin. Thomas, der ist super. Den finde ich super, super gut. Den Spruch. Ja klar, mach das gerne. Bin leider nicht immer im Stream dabei. Das ist voll okay, wenn du zwischendurch mal was fragen willst. Dankeschön, das freut mich. Wie geht's denn dir, Slicks? Wie lange hast du gestern noch gemacht? Du warst hier schon wieder... Du hast gesagt, du gehst ins Bett und du bist müde und dann habe ich dich schon wieder... Dann hast du mich um 4 Uhr morgens bei so einer Instagram-Story markiert. Und ich war so... Junge, geh ins Bett. Ah. Hallo zusammen, ich schaue hier nur mal kurz rein. Ich habe heute Nacht nicht wirklich schlafen können und werde mich gleich nochmal hinlegen. Conny, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir trotz Müdigkeit gut. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir heute zeichnen werden können. Meinen Armen geht's zu schlecht. Ich konnte kaum die Tasse halten gerade. Ich weiß nicht, ob ich gerade zeichnen können sollte. Und die Personen, für die ich zeichne, sind auch, glaube ich, gerade gar nicht da. Und Retro habe ich eben, glaube ich, noch gesehen. Ne? Ich habe Retro, glaube ich, weil ich habe gerade das Lila im Kopf. Retro ist, glaube ich, eben aufgetaucht. Ja! Retro, ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Hallöchen, wunderschönen Samstag. Ich würde das gerne in Teilzeit machen. Es sollte gerne die Alternative geben, auch mal zu Hause zu arbeiten. Ja, das sehe ich auch so. So ein bisschen diese Flexibilität, das zu sagen, ich muss jetzt auch mal, oder ich mache das jetzt von zu Hause. Und auch so ein bisschen... Ja, keine Ahnung, auch mal ein bisschen so sagen zu können, zum Beispiel, ich passe meine Arbeitszeit jetzt an bestimmten Tagen an, weil ich arbeite eh zu Hause und ich muss jetzt, also je nachdem, wie es geht, ne, aber wenn ich zum Beispiel zu Hause die ganze Zeit irgendwelche Dokumente schreibe, dann kann ich halt auch mal irgendwie 2 Stunden später anfangen, weil ich morgens einen Arzttermin habe oder so, weil der nachmittags nicht ging und kann dann meine Arbeit ein bisschen in den Nachmittag reinziehen, statt mir einen halben Tag frei zu nehmen oder so, damit ich morgens den Arzttermin wahrnehmen kann oder so. Diese Flexibilität in Jobs braucht man viel mehr, finde ich. Und natürlich geht das jetzt nicht, wenn du im Einzelhandel arbeitest oder was weiß ich. Aber in Jobs, wo es technisch möglich ist und es dir trotzdem nicht angeboten wird, finde ich das dämlich. Das wäre toll von zu Hause aus. Geht leider nicht bei mir. Ja, definitiv. Es gibt so viele Berufe, wo das nicht geht. Aber in denen, wo es geht, ist es dämlich, das nicht anzubringen eigentlich. Ich muss leider im Büro arbeiten. Ich würde gerne in Homeoffice arbeiten, aber wir sind leider im Büro nur 2 Mitarbeiter. Und ich und mindestens eine Person muss im Büro sein. Das ist eine ähnliche Situation war bei Chrissy auch vor kurzem. Ja, die gestern Premiere der Slicks-Erfahrung war schon ein Erlebnis, ne? Ist auch gestern wieder ein bisschen ausgeartet. Ist auch gestern wieder ein bisschen ausgeartet, ne? Ja, danach bin ich wirklich ins Bett, glaube ich. Sicher, Slicks? Sicher?
Bist du gerade erst aufgewacht vor 5 Minuten? Das ist echt der größte Vorteil an Homeoffice. Wenn du natürlich wieder von einer bestimmten Zeit bis zu einer bestimmten Zeit erreichbar sein musst, dann ist es wieder schwer mit Homeoffice. Ne? Wenn du jetzt sagen musst, ey, ich muss ab 8, ich bin Telefonist und ab 8 muss ich erreichbar sein, dann kann ich das natürlich auch wieder nicht so flexibel verschieben. Dann kann ich einfach nur sagen, ich arbeite von zu Hause. Aber ja, so, das ist so ein bisschen das, was ich glaube, dass es eigentlich wichtig ist, dass man ein bisschen flexibler arbeiten kann. Und ich habe, wie gesagt, ich habe unglaublich Respekt vor Leute, die jahrelang im Einzelhandel arbeiten. Unglaublich Respekt. Ich habe 4 Monate im Einzelhandel gearbeitet. Für mich war es gar nichts. Ich habe das nicht ausgehalten, da so konsequent diese Zeitpläne vorgeschrieben zu bekommen. Ich habe sogar noch die Vorgabe gehabt, dass ich zwischendurch nicht sitzen darf und sowas, weil das ist ja, wenn dann Kunden reinkommen, das wirkt dann doof gegenüber den Kunden, wenn du als Arbeiter da sitzt. So eine Vorgabe hatte ich dann und dann, ich bin so ein Mensch, ich kann nicht lange stehen. Mein Kreislauf haut ab, wenn ich lange auf einer Stelle stehe. Und dann musste ich da irgendwie von Pause bis Pause immer durch den Laden laufen und irgendwie in Bewegung bleiben, damit mir nicht schwindelig wird, weil ich dürfte mich ja nicht hinsetzen und so. Und ich war immer nach den kürzesten Arbeitstagen schon so kaputt, wenn ich da im Einzelhandel gearbeitet haben muss. Dann hatten wir auch immer diese Vorgabe, ihr müsst die Kunden ansprechen, wo ich jedes Mal so war, das ist total dämlich, damit treibt ihr die Kunden aus dem Laden, glaubt mir, weil man nicht unbedingt immer angesprochen werden möchte und dann lieber rausgeht. Und das fand ich so doof, dass ich da dann nach 3, 4 Monaten wieder weg bin. Ich mag die Frau da vorne nicht, die auf dem Bildschirm im Hintergrund wirkt viel sympathischer. Ja, die, weil die nicht so scharf ist. Ach, Chaos ist doch was Schönes, ja, ne? Uff, und dann so ein Eindruck. Das ist nicht immer so, ich schwöre. Ja, gestern ist wirklich wieder sehr ausgeartet. Ich werde es bald beantragen, dass ich 2 Tage die Woche im Homeoffice bin. Das ist doch mega. Wenn man das dann machen kann, dann ist das nice. Ich habe auch ein bisschen Kopfweh. Bei mir liegt das daran, dass ich zu viel getrunken habe. Bei mir liegt es daran, dass ich in letzter Zeit wieder sehr krass nach vorne gehe mit dem Kopf und mein Halswirbel wieder richtig Probleme macht. Mir tut enorm der Halswirbel weh. Man muss ganz krass da deswegen aufpassen. Deswegen sind die Lush-Mitarbeiter so aufdringlich. Ja, gibt enorm viele, viele Einzelhändler, wo du als Mitarbeiter die Vorgabe hast, auf den Kunden zuzugehen, weil du dann ja mehr verkaufst. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich Kunden beraten konnte, die wirklich am Ende dann zufrieden waren mit den Sachen, die sie geholt haben so. Aber ich habe gleichzeitig auch ein bisschen schlechtes Gewissen immer gehabt, wenn die Person dann mehr gekauft hat, als sie eigentlich brauchte, weil sie wollte vielleicht eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben. Und nur weil ich das jetzt so beansprucht habe oder begonnen habe, hat die am Ende so viel gekauft oder so, wisst ihr? Ich habe bei Wii gearbeitet übrigens. Für 4 Monate waren es, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob das mittlerweile ist schon 4, 5 Jahre her. Wenn nicht länger, glaube ich. 6 Jahre. Aber ja, da war das dann damals noch so. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile verändert hat oder so. Aber ich habe das auch von einer Freundin von mir, die hat bei Hunkemöller gearbeitet. Bei der war das auch nicht anders. Ja, und ich kenne das von einigen, die mir erzählt haben, wo sie im Einzelhandel. Eine andere Freundin von mir, die hat bei The Body Shop gearbeitet. Und die meisten solcher Läden sind tatsächlich so, dass insbesondere, wenn du wirklich siehst, du kannst ein bisschen den Leuten ansehen, wenn sie in den Laden kommen, ob du die jetzt ansprechen kannst oder nicht und so. Meiner Meinung nach so. Und es gibt Leute, die fragen dich auch explizit, was dann immer das Beste ist. Aber wir waren immer dazu angehalten, jeden anzusprechen. Und dann kam so jemand rein, wo du siehst, die guckt so ein bisschen verwirrt und du siehst eigentlich, dass die sich nur gerade umgucken will und ein bisschen schauen will, was gibt's in diesem Laden. Und dann die Person so direkt anzusprechen, fand ich, also ich persönlich gehe dann schneller aus einem Laden, weil ich will mich manchmal einfach nur umschauen. Und wenn ich wirklich beraten werden möchte, dann frage ich fast immer nach und freue mich, wenn dann ein guter Kundenservice da ist. Aber aufdringlich die ganze Zeit nachzufragen, dann wirst du auch so geschult, so von wegen, du darfst keine Ja-Nein-Fragen stellen. Also so eine Sache wie, kann ich Ihnen helfen? Das ist die Frage, die du nicht stellen darfst, weil das kann man ja mit Ja oder Nein beantworten.
beziehungsweise man kann es mit Nein beantworten, das ist Worst Case, wenn du Nein bekommst und dann immer dieses so, womit kann ich ihnen helfen, wonach suchen sie denn oder was stellen sie sich vor, so immer Fragen, die nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können, sondern wo du eine richtige Antwort von verlangst und ich fand das furchtbar. Ich konnte das, ich fand es aber furchtbar. In manchen Läden muss man sich vor den Verkäufern verstecken, aber in einem Baumarkt, wo man dringend Beratung braucht, da findet man niemanden. Genau wie beim Mediamarkt oder so. Wenn du technische Beratung brauchst, die rennen weg vor dir. Du suchst die und die sehen dich und rennen weg. Hab oft das Problem, dass Verkäufer mir Sachen andrehen und ich mich dann schlecht fühle, Nein zu sagen. Ja, und das ist so dieses, ich habe kein Problem damit, Nein zu sagen, aber ich kenne das auch, weil ich darin gearbeitet habe. Und wenn es auch nur ganz kurz war, ich kenne die Maschen. Hallo Beatieren, wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Gina, die aufdringliche Verkäuferin. Ich habe immer versucht, möglichst wenig aufdringlich zu sein. Und wie gesagt, ich bin relativ gut da drin, irgendwie so ein bisschen das zu erkennen, Körpersprache von einem Menschen, ob die Person das jetzt möchte oder nicht. Ich bin aber auch so... Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir haben, glaube ich, gestern oder vorgestern erst über dieses Thema geredet, shoppen, ne? So, ob man gerne shoppen geht, ob man alleine shoppen geht, ob man gerne mit Freunden shoppen geht und was weiß ich. Und da habe ich, glaube ich, gestern schon erzählt, dass ich immer gerne die Person war, wenn ich wirklich ein bisschen schlendern will und meine Ruhe brauche und was weiß ich, dann gehe ich gern alleine shoppen. Einfach in meinem Tempo, so lange in einem Laden bleiben, wie ich will, Pause machen, wann ich will. Und einfach so ein bisschen schlendern und schleifen lassen und das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich muss nicht unbedingt so krass sozial mit Freunden irgendwie shoppen gehen. Und wenn ich dann speziell entweder nach was Speziellem suche, dann habe ich tatsächlich immer ganz gerne Beratung von Leuten im Geschäft, aber ich frage dann danach. Ich bin dann wirklich, ich komme dann aus der Kabine und sehe eine Verkäuferin und frage die gerne, weil ich weiß, dass die das auch teilweise mögen, wenn man da irgendwie miteinander redet und so. Ich frage dann manchmal auch eine Verkäuferin nach dem Rat und meine, ja, sollte ich das in einer Nummer größer nehmen? Was meinen Sie oder so? Oder könnten Sie mir das noch mal bringen? Weil ich weiß, dass ich aus eigener Erfahrung kenne das, du bist dann beschäftigt. So, und ich stand so viel Zeit einfach nur im Laden rum, ohne Beschäftigung und habe Dinge ein zweites Mal zusammengelegt, damit ich in Bewegung bin und nicht einfach nur dastehe. Und ich habe das geliebt, wenn Kundinnen waren, die mit mir gerne interagiert haben, wo ich helfen konnte. Oder auch Kunden, natürlich. So, und dann warst du beschäftigt und hast irgendwie eine schöne Interaktion gehabt, konntest der Person vielleicht helfen. Und das hast du aber meistens eher bei Menschen, die eh alleine unterwegs sind, wo du dann leichter helfen kannst, weil die Person nicht die ganze Zeit wieder raus und rein aus der Umkleide will, um sich nochmal eine andere Größe zu holen oder sowas. Kauft mehr Bratwurst! Ist der Schreibfehler im Titel beabsichtigt? Nein, aber er passt sehr gut zu meiner Situation heute. Okay. Ah. Kann mich nicht bewegen heute. Hallo Suppeninfluencer übrigens. Und hallo Natta, einen wunderschönen Samstag. Ich hoffe, dir geht's gut. Okay. Spaß, die fanden dich bestimmt nett. Vor allem kann man ja auch sagen, dass man nur schauen will. Genau, also es bleibt ja auch immer noch am Kunden so. Und ich bin ein Mensch, ich kann unglaublich höflich sein, ich helfe gerne und was weiß ich. Und es war auch nicht so, dass wir dadurch irgendwie Provision oder sowas gekriegt haben. Das ist ja das Dümmste daran, weißt du, dass du nicht mal irgendwie Provision kriegst, wenn du als einzelne Person irgendwie mehr verkaufst. Sondern es war halt einfach so die Firmenpolitik, Verkauf versucht so möglichst viel aufzudrängen, wie sein muss. Du hast auch im Einzelhandel gearbeitet? Ja. Ich weiß gerade, hattest du mal erzählt, wo du gearbeitet hast? Aber wie gesagt, bei mir war es nicht lange. Ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass das für mich gar nichts ist. Ich habe das nur so als Übergangszeit gemacht, bevor meine Ausbildung anfing. Und habe danach dann sehr, sehr schnell erkannt, ich will das nie wieder. Ich kann, das ist nicht meins. Okay. Schreibfehler sind immer beabsichtigt. Gina will unsere grauen Zellen fit halten. Es gibt diesen kleinen Trick an einigen Stellen, ja, absichtlich Schreibfehler reinzuhauen. Beispielsweise auf TikTok oder auf YouTube in Titel und was weiß ich. Damit mehr Interaktion da ist, weil dann mehr Leute Kommentare darüber schreiben, dass da ein Schreibfehler ist. Und dadurch hast du mehr Interaktion mit dem Video.
Es ist so ein kleiner, gemeiner Trick, den manche Menschen absichtlich machen. Weil sie nicht sich da, weil die Kommentare von wegen, du bist dumm, du hast einen Schreibfehler, jucken diese Leute nicht, weil sie nutzen das zu ihrem Vorteil, dass sie mehr Interaktion haben. We got debated. Deswegen, ja, war definitiv nicht beabsichtigt, mein Schreibfehler im Titel. Aha. Hallo lieber Kunde, wie Sie schlendern nur, weil Sie ihren Friseurtermin auf Ihren Friseurtermin warten. Okay, wollen Sie dann nun den Fernseher für 700 oder für 2000 Euro kaufen? Ja, bei Jack and Jones bin auch lange geblieben, weil meine Kollegen fast wie eine zweite Familie waren. Meine Kolleginnen mochte ich auch. Wir waren, glaube ich, wirklich nur Frauen in dem Laden. Ich fand es auch sehr, sehr schön, an manchen Tagen wirklich mit Kunden gut interagieren zu können. Ich erinnere mich auch daran, wir hatten so eine Anzugabteilung und ich weiß, dass ich irgendwie einen Tag wirklich mal 3 Stunden mit einem Typen da stand und den beraten habe, welchen Anzug er jetzt für die Hochzeit seines besten Freundes nehmen soll. Und mir hat das so viel Spaß gemacht und ich habe sowas sehr, sehr gerne gemacht. Aber für mich war es halt wirklich diese Arbeitszeiten, diese doofen festen Pausen, diese Firmenpolitik, dieses Aufdringliche gegenüber Kunden, dieses die ganze Zeit stehen und du darfst nicht sitzen, obwohl jeder Mensch weiß, dass das was Menschliches ist, wenn du auch mal sitzen darfst, wenn gerade der Laden leer ist. Ja, keine Ahnung, das fand ich immer so ein bisschen schwierig. Diese Psychologie und was weiß ich, das war alles nicht so meins. Und vor allen Dingen, weil ich der Meinung bin, kein Mensch hat jeden Tag die gleiche Kondition. Und ich habe Tage gehabt, wo es mir sehr viel leichter fiel, Menschen anzusprechen. Und dann hatte ich einen schlechten Tag und wollte eher für mich sein und musste aber im Laden stehen und Leute ansprechen. Und wenn du dann nach 2 Stunden Arbeit von deiner Chefin gesagt bekommst, ey, Gina, was ist denn los? Du hättest auf die und die Kundin mal mehr zugehen sollen und die mehr ansprechen sollen, wo ich dann war, ich bin heute nicht in der Mut, so Leute die ganze Zeit anzusprechen und was weiß ich so. Und jeder Mensch hat Tage, wo du sowas besser kannst und Tage, wo du sowas schlechter kannst und dann an Tagen, wo du es gerade mal nicht so gut kannst, die ganze Zeit dann dafür so, ja, dann arbeitest du heute schlechter. Das finde ich halt irgendwie so unglaublich doof. Deswegen Einzelhandel, ja, war nichts für mich. Wie gesagt, ich habe unglaublich großen Respekt davor. Meine beste Freundin, die war 3 Jahre bei Hunke Möller und ich habe da so hart Respekt vor. Und dann richtig mit Kleiderordnung und so eine Sachen, ja. Ich finde es immer schwer einzuschätzen, welche Verkäufer einen über den Tisch ziehen und einfach viel Geld einnehmen wollen und welche einen ehrlich beraten. Ja, finde ich auch. Ist halt wirklich schwer. Wobei ich auch schon echt wahnsinnig coole Erfahrungen mit einigen Verkäufern hatte, so. Ich bin mal, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber wenn ich den Namen von dem Verkäufer nicht sage, weil der hat sich, glaube ich, damit ein bisschen strafbar gemacht gehabt. Ich bin damals, Jahre her, zu Mediamarkt gegangen, weil ich einen neuen Laptop holen wollte, weil meiner kaputt war und ich brauchte einen neuen Laptop, hatte keinen Computer mehr und habe mir einen rausgesucht, der ein bisschen teurer war, weil ich wirklich einen guten haben wollte und so. Und habe mir das alles zusammengesammelt, ich habe, glaube ich, zu dem Laptop noch irgendwas dazugeholt, ich weiß gerade nicht mehr, was es noch war, und habe mich da von dem so beraten lassen, weil ich hatte mir eigentlich schon einen ausgesucht und so und habe nochmal so ein bisschen nachfragen wollen und dann meinte der, ich wollte das dann an dem Tag kaufen und dann meinte der zu mir, warte bis morgen, hol dir den nicht heute. Und dann ist am nächsten Tag so eine diese Aktion gestartet bei Mediamarkt, wo du die Mehrwertsteuer nicht zahlen musst. Also diese 19% Mehrwert haben sie ja immer hin und wieder mal, dass du diese 19% Mehrwertsteuer nicht zahlen musst. Und dann habe ich halt wirklich locker 200, 300 Euro auf diesem Laptop gespart. Und das hätte der halt beim besten Willen nicht machen müssen, dieser Verkäufer. Aber das fand ich so süß. Ich bin dann extra nochmal zu dem so hin und habe so ganz leise Danke gesagt, weil er dann noch da war. Aber ja, verstehe ich vollkommen. Oder auch so Verkäuferinnen, die dir dann sagen, aber aus eigener Meinung, hol dir das nicht, das ist scheiße. So, wenn du irgendwo in so Mac oder keine Ahnung wo drin stehst und so, nee, wirklich, hol dir das nicht, das ist voll kacke. War voll nett von dem, finde ich auch. Das war übelst nett von dem. Hallo Hanan, wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo.
Ja, aber definitiv. Und gerade, vor allen Dingen, weil du halt auch nicht unbedingt weißt, in welchen Firmen vielleicht jetzt tatsächlich so eine, jetzt habe ich den Namen vergessen, so eine Provisionsdingens herrscht. Wo du wirklich nicht weißt, kriegt die Person jetzt mehr Geld, wenn die mir das aufschwatzt. Das weißt du nicht von jeder Firma oder so. Es ist nicht bei jeder so. Aber ja, das ist halt dieses Einzelhandel-Ding, dass die halt wirklich versuchen, psychologisch am meisten zu verkaufen an die Person. Geht mir bei Starbucks manchmal so, wenn Kunden nach meiner Meinung fragen, verstehe ich auch. Wobei man dann immer auch so aufpassen muss, so jeder hat ja so einen eigenen Geschmack. Nur weil es für dich nicht funktioniert, muss es nicht heißen, dass es für die Person auch nicht funktioniert oder der Person auch nicht schmeckt oder keine Ahnung was. Aber ja, das war so, das mit Mediamarkt damals war so die süßeste Erfahrung, die ich jemals mit einem Verkäufer hatte. Fand ich voll toll. Ja. Hallo Stevie, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Auch dir, ich hoffe, dir geht's gut. Ich sag dann auch immer direkt, wenn es nach mir ginge, ja. Definitiv, definitiv. Habt ihr schon mal irgendwie so richtig schlechte oder eine richtig gute Erfahrung mit irgendeinem Verkäufer oder sowas gemacht? Ich überlege gerade nochmal, ob mir nochmal irgendwie sowas einfällt. Ich mag das tatsächlich voll gerne, wenn ich dann wirklich mal, sagen wir mal, man geht mal wirklich so, ich habe so ein Budget, mit dem ich einkaufen gehen möchte. 200, 300 Euro Klamotten shoppen gehen und ich weiß aber noch nicht, was ich brauche, weil ich brauche nichts Spezifisches. Und dann wirklich einfach in den Laden reingehen zu können, so ein bisschen zu stöbern und wenn du dann wirklich jemanden hast, der dich gut beraten kann, der, wenn du auch einen Verkäufer hast, der nicht bei allem Ja und Amen sagt, sondern zwischendurch so, die auch wirklich mal sagt, ich bin ganz ehrlich, das passt nicht ganz zu ihrer Figur. Ich hätte vielleicht vorne noch was, das sieht ähnlich aus, aber ich glaube, das könnte ihrer Figur besser stehen. Und das ist dann eventuell auch das günstigere Oberteil. Da merke ich dann immer, dass die Person mich wirklich gut beraten will und mir nicht einfach nur das teuerste Stück verkaufen will. So eine Erfahrung mag ich persönlich immer sehr gerne. Wenn du wirklich merkst, okay, diese Beraterin ist kompetent, die weiß, was sie mir vorschlagen kann, was zu meinem Körpertyp passt und guckt nicht einfach darauf, dass sie mir das teuerste Kleidungsstück verkauft. Hatte ich, als ich meine Waschmaschine gekauft habe, okay. Ich war mit meinen Freunden und ich war in Berlin gewesen, Sommer letzten Jahres und waren shoppen und in zwei Museen, war sehr schön. Das klingt auch sehr schön. War mal bei Thalia und habe mit einer Verkäuferin über Manga, Avatar und Comics geredet und hatte das Gefühl, wir waren kurz vor beste Freunde. Das war schön. Oder ich glaube, damit versüßt man auch den Leuten so ein bisschen den Tag, weil der Arbeitstag für die Person weniger scheiße war, so, you know? Auch so, ich habe auch schon echt schöne Unterhaltungen, so ganz kurze Unterhaltungen manchmal an der Kasse gehabt. Das mag ich auch so gerne. Schlechteste Erfahrung war mal, als ich mir ein neues Headset kaufen wollte. Zwei Verkäufer waren da und die wussten beide nicht mehr, als auf der Verpackung steht. Perfekt. Letztendlich hat mich ein anderer Kunde beraten. Oh, das ist auch schön. War zufällig Sheldon Cooper in diesem Laden gerade. Ja. Mittlerweile feilsche ich gerne bei Mediamarkt, habe dann aber hinterher ein schlechtes Gewissen. Geht das so gut? Kann man bei denen so feilschen? Wusste ich nicht. Kleinen Mii, als er unbedingt ein Spiel wollte, das es auf der Konsole nicht gab. Ich hatte so einen richtig schlechten Laptop. Selbst für damalige Zeit, der Verkäufer so, was hat denn dein Rechner für Daten? Ich sag das so und der meinte, das geht locker. Ergebnis, Dia-Show. Ja, perfekt. Perfekt. Ah, sowas mag ich ja auch. Ich hatte, glaube ich, auch mal so, das war es damals, was ich zu meinem Laptop dazu geholt habe. Ich hatte dann direkt noch Videobearbeitungssoftware und sowas dazu geholt. Das erinnere ich mich gerade. Bin zurück aus dem Badezimmerputzenlog. Willkommen zurück aus dem Badezimmerputzenlog, Zero. Einen Venti Pumpkin Spice Chai Latte Frappuccino mit Soymilch, bitte. Hier zum Mitnehmen, bitte. Für hier oder zum Mitnehmen. Da musst du aber auch an die Cringe-Ecke und den Chat hier ein bisschen was austeilen, Nosferah. Ja, Kaffee für alle. Meine Waschmaschine sollte 555 plus Garantieverlängerung kosten. Ich habe dann 500 inklusive bezahlt. Das ist geil. Ich wusste nicht, dass man so... Ich weiß, dass du bei Mediamarkt irgendwie... Ich weiß nicht, ob das aktionsmäßig war oder ob das immer so ist, dass du so ein bisschen dieses... Wenn du zeigen konntest, dass online ein günstigerer Preis für das, was du kaufen willst, da ist,
dann verkaufen die dir das für den Preis. Das war eine Zeit lang mal so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das kenne ich auf jeden Fall noch. Das habe ich irgendwann mal, ich glaube, mit einem Handy oder sowas machen können. Wenn du dann wirklich zeigen kannst, ey, das gibt's online günstiger, ich würde es aber gerne bei euch kaufen, damit ihr das Geld noch kriegt, so können wir da was machen. Das habe ich schon häufiger mal erlebt. Das machen eigentlich die meisten Läden, dass die dann den Preis absenken. Da gibt aber auch manche, die das halt dann nicht dürfen oder wo dann, oh, da muss ich erstmal mit meinem Geschäftsführer reden, warten Sie einen Moment. Da bin ich nicht gut genug informiert, ob wir das machen können. Verkäufer ätzend, obwohl ich selbst mal einer war und sogar Bereichsleiter. Ich hatte nie eine Ahnung gehabt. Ich bin Barkeeper und kenne das mit dem schlechten Tag haben ganz gut. Cry of Silence, einen wunderschönen Samstag erstmal wünsche ich dir. Ja, ich glaube, also allgemein so Berufe, wo du sehr viel mit Kunden halt zusammenarbeitest, sehr viel mit Menschen. Und manchmal reicht ein guter Kunde an dem Tag, der dir unglaublich den Tag, den Arbeitstag retten kann. Ich kenne das absolut. Und manchmal reicht auch ein beschissener Kunde, der dir den kompletten Tag zunichte machen kann. Am schlimmsten sind eigentlich immer die Tage, wenn nichts los ist und du eigentlich den ganzen Tag nur durch den Laden rennst und nicht wirklich weißt, was du machen sollst, weil halt nichts los ist. Und wenn du dann wirklich coole Kunden hast manchmal, wie gesagt, dann ist das manchmal echt schön. Ich muss leider gehen, spiel sofort D&D mit meinen Freunden. Hey, schönen Samstag euch allen. Viel, viel Spaß dabei, Queen Hen Hen. Ich muss auch gleich mal auf Toilette. Ich hab einen Kaffee getrunken. Wenn man noch eine eigene Webseite programmieren kann, Jackpot. Worauf war das gerade bezogen, Zero? Prost. Mein Deckel ist ab. Warum? Ja, versuche ich mal den Deckel aufzudrehen hier. Mich haben dann immer die Kunden genervt, die meine Langeweile gestört haben. Echt? Mich nicht. Mich nicht. Also nicht, wenn ich dann wirklich so wirklich eine Stunde daran verbringen konnte, die Person zu beraten, der neue Sachen in die Umkleide zu bringen und so eine Sachen. Ist vielleicht auch ein ganz schönes Gespräch zu haben. Und am besten fand ich dann immer, wenn diese Person sich dann ganz am Ende wirklich so gesagt hat, irgendwie so, boah, das war die beste Beratung, die ich jemals hatte. Vielen Dank dafür. So eine Sachen habe ich wahnsinnig gerne gehört. Das fand ich super, super toll. Und dann war ich manchmal traurig, wenn die Person dann gegangen ist und meine Langeweile weitergegangen ist. Ja. Mir hat einer mal erzählt, dass sie früher im Spiel halt Spielraum zum Handeln eingeplant hatten. Heute geht das aber nicht mehr, weil die Leute halt vorher schon den Preis vergleichen und direkt da kaufen, wo es am billigsten ist. Deshalb geben sie die Sachen in der Regel zum billigsten Preis eines seriösen Konkurrenzunternehmens her. Das macht Sinn. Deswegen meine ich auch, das ist so, das kannte ich von früher so, aber mittlerweile haben die auch in vielen Läden extra irgendwie so, dass du nicht wirklich guten Internetempfang hast, damit du nicht vergleichen kannst, während du im Laden stehst. Ist euch das mal aufgefallen? Oh. Das ist unglaublich schlimm, im besten Fall kommt spontan ein Bekannter rum. Der dann, ja, wobei man dann auch aufpassen muss, dass dann nicht der Chef so mit schrägem Auge auf dich guckt und so sagt, so, jetzt wird hier aber mal wieder gearbeitet, du kannst nicht die ganze Zeit mit Bekannten quatschen. Mein letzter Fernseher sollte 850 ohne Kosten, 750 inklusive habe ich bezahlt. Zu dem Zeitpunkt war noch ein Vertreter von Samsung da, der meinte dann auch noch, es wäre noch mehr möglich gewesen und um mir zu meiner guten Verhandlung zu gratulieren, hat er mir ein Bildschirmreinigungsset geschenkt. Wie nice. Auf die Online ist das günstiger Geschichte. Ah, okay. Also so selber faken, dass der Preis da... Ja, okay, deswegen machen sie es wahrscheinlich nur noch mit Konkurrenzunternehmen, die sie kennen. Aber ja, true. Wenn du dann so selber faken kannst, gucken Sie mal, auf dieser Website kostet das nur so und so viel. Und also so schöne selbstprogrammierte Website mit einem schönen günstigen Preis da drin. True. Ja, den Trick finde ich fies, sogar im verdammten Rewe, ja. Ich war eher bei Deko zu finden. Wenn ein Berater sehr gut mich berät und sehr nett ist, dann gebe ich auch mal Trinkgeld. Das habe ich zumindest im Einzelhandel nicht wirklich erlebt bisher. Nee, gut, das ist bei mir in der Bar anders. Da werde ich quasi bezahlt, um mit Leuten zu quatschen. Außerdem bin ich in meinen Schichten mein eigener Chef. Das ist dann was anderes, das stimmt. Da hast du dann einfach den Bekannten da, um gegen die Langeweile zu kämpfen, während gerade der Laden etwas leerer ist.
Guten Tag, ich war jetzt zufälligerweise gerade im Lidl. Die haben bei uns seit neuem Self-Checkout. Seit diese Dinger dort stehen, sind die Kassen einfach kassiererlos. Erstmal, Alivora, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Boah, ich habe auch, wir waren ja am Montag im Baumarkt und die haben da auch nur diese Selbst-Checkout-Kassen da aufgehabt, was ja auch in Corona irgendwie so ein bisschen so Sinn macht. Und ich habe das aber vorher noch nie erlebt, dass du ein Selbst-Checkout hattest mit Barzahlung. Ich kannte das nur von Ikea und da kannst du immer nur mit Karte zahlen, wenn du dieses Self-Checkout-Ding hast. Und dann stand ich davor und war so voll fasziniert davon, dass ich da bei diesem Self-Checkout so meine Scheine reintun konnte. Und war so, wow, krass, das geht jetzt? Ja. Und dann steht halt immer irgendwie so nur eine Kassiererin oder eine Mitarbeiterin daneben, die checkt, dass du auch wirklich alles richtig machst. Und dann hat die vier Kassen gleichzeitig im Blick und schaut, dass alles richtig ist. Ja. Ich, der auf eine 5-Euro-Bestellung mal aus Versehen noch 10 Euro Trinkgeld gegeben hat. Ich, die vor ein paar Monaten aus Versehen einem Lieferdienst 35 statt 25 Euro gezahlt hat, weil ich nicht richtig gecheckt habe, dass er mir das Wechselgeld richtig rausgegeben hat und ich einfach mal 10 Euro mehr für alles bezahlt habe. Ja. Im Kino war ich überrascht, wie viele Leute da ankommen, ohne jegliche Ahnung von Programm zu haben. Ich hatte da ziemlich Spaß daran, denen das zu erklären, aber prinzipiell war ja trotzdem nur der Typ, war ich nur der Typ an der Kasse. Ja, wenn da Leute auch einfach sagen, sie wollen ins Kino gehen, aber sie wissen noch nicht, was sie gucken wollen und sich dann so einfach beraten lassen, welche Filme es gerade gibt, finde ich auch voll cool. 2 auch für Münzen. Was? Geht's beim Rewe Cash and Card? Haben wir in der Schweiz schon seit Jahren. Voll krass, ich finde das voll cool. So Leute, ich muss mal ganz schnell auf Toilette. Ihr schreibt gerade so viel, aber ich muss ganz schnell auf Klo. Ich bin so schnell wie möglich wieder da. Bis gleich. Oh Gott, mir tut alles weh. Ist Chrissy in der Dusche. Unpraktisch, jetzt muss ich warten. Jetzt duscht der genau jetzt, statt mich vorher mal zu fragen, ob ich auf Klo muss. So. Ich bin also noch da und muss halten. Werden die Augen schon gelb, Kork, wie? Ich muss auf Klo. Das ist so praktisch, wenn man 2 Badezimmer hat. Haben wir leider nicht. Bei uns im E-Zentrum gibt es auch die Selbstbedienungskasse. Finde ich sehr geil. Bei uns wird das jetzt immer besser ausgebaut. Bei Edeka gibt es diese Einkaufswegen, wo du das so scannen kannst, während du das in den Wagen legst. Kennt ihr die? Die haben am Anfang noch richtig schlecht funktioniert und diese Kasse war fast immer leer, weil die das irgendwie richtig schlecht gemacht haben. Aber mittlerweile werden die immer besser. Das sind diese Fast, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Was? Ich muss auf Toilette, Schatz, und jetzt duschst du. Ich muss voll nötig. Ich habe einen Kaffee getrunken. Und im Mediamarkt hatte ich oft das Erlebnis, dass die Verkäufer keine Ahnung haben. Die werden halt irgendeiner Abteilung zugeteilt, ja, und sollen da dann beraten. Und wissen eigentlich nichts von der Materie, das ist richtig. Dann, ja. Wie schreibst du unter der Dusche? Nass. Das von Edeka ist super. Das soll wohl häufiger besser jetzt funktionieren. Also ich weiß, dass die am Anfang echt Probleme hatten, dass dann diese Wägen gesponnen haben und das nicht richtig, dann musstest du doch alles wieder auf die Kasse legen und dies und das und jenes und da hat das alles nicht richtig funktioniert. Aber mittlerweile soll das wohl relativ gut funktionieren. Wir haben das auch schon lange in manchen Läden, aber kein Mensch benutzt die bei uns. Die meisten Leute bei uns haben auch gar keine Ahnung davon. Die meisten hier sind 60 plus oder haben kein Geld. Ja, verstehe ich auch, wie gesagt. So, man muss sich da auch dran gewöhnen. Ich benutze die auch meistens nicht, weil ich dann immer doch keinen Bock drauf habe, wenn am Ende dieser Wagen doch nicht funktioniert. Und weil ich genug Zeit meistens habe. So. Plötzlich voll nötig, der Dame kann ich nicht helfen. Kein Warten an der Kasse mehr und kein Auspacken am Band. Ja, so dieses Warten, wenn dann alle nur noch diese Kasse benutzen, hast du trotzdem.
Aber dieses, das aufs Band draufpacken und wieder zurück in den Wagen packen, damit du es im Auto dann wieder auspacken kannst, das geht dann halt. Das ist so ein unnötiger Schritt, der immer noch dazwischen war, ne? Ja. Übrigens, ja, ein Tipp von mir, wenn ihr so einen Kassierer habt, der immer viel zu schnell ist, ja? Ich hole mir richtig oft, wenn ich einen großen Einkauf habe, irgendwas zwischendrin, wo die eintippen müssen. Am besten irgendwie, wenn die so eine Gebäckabteilung haben und du dann irgendwie so einen Donut oder sowas dazwischen packst, so in die Mitte vom Fließband, weil die das nicht einfach scannen können, sondern da meistens dann nach dem Code gucken müssen in ihrem Büchlein und dann hast du so einen ganz kurzen Moment, wo die verlangsamt werden, die Kassierer, und du das ein bisschen schneller hinten vom Band wieder reintun kannst. Gerade bei so einem Discountern, wo hinten dieses Auslaufband nicht mehr lang genug ist. Und dass dir dann hinten gefühlt alles runterfällt. So, oh, gerade bei Aldi oder was weiß ich, mache ich das so häufig, einfach damit die ein bisschen langsamer werden. Weil ich dann immer hinten so ganz hektisch stand und das eingeräumt habe und die mir einfach manchmal zu schnell sind. Guter Lifehack, oh, Trick 17, einfach Real-Life-Stun. Einkaufstaktik mit Gina, der Tipp ist nicht schlecht. Es gibt euch manchmal so einen kleinen Moment. Ich hab's auch schon manchmal so gebracht, dass ich absichtlich irgendwas nicht gewogen habe, was gewogen werden muss. Damit die das kurz wiegen geht. Weil gerade, also immer wenn ich so richtig große Einkäufe habe oder so, einfach damit die ein bisschen, weil das mir zu hektisch ist und ich das nicht so schnell in den Wagen kriege. Oder so eine Sachen, auch sehr, sehr gut, wenn in einem Laden seid, wo die an der Kasse wiegen, einfach so überall zwischen, immer in so regelmäßigen Abständen diese wiegbaren Sachen irgendwo in der Mitte reintun. So, keine Ahnung, Tomaten, Gurke, keine Ahnung, was alles so wiegbar ist oder so. Oder Melone, who knows. So, dann immer so, weißt du, dein Kassenband-Einkauf, ja, und dann machst du hier was zum Wiegen rein, hier was zum Wiegen rein, dazwischen was sie scannen muss, so von der Brötchenecke. Und du verlangsamst die Kassiererin und hast mehr Zeit zwischendurch, dein Wagen wieder einzuräumen. Und der Kassierer wundert sich, warum jedes dritte Teil ein einzelnes Brötchen ist. True. Aber wie gesagt, mit den wiegbaren Sachen, wenn die das an der Kasse wiegen können, ist auch immer ganz gut. Gibt genug, also bei unserem Edeka ist es zum Beispiel so, da wiegen die nicht an der Kasse, da musst du alles vorher wiegen. Aber gerade so bei Aldi oder Lidl oder sowas haben die ja mittlerweile diese Wagen in den Kassen. Und es wird alles an der Kasse gewogen. Und das hilft manchmal wirklich einfach, wenn du das gut verteilst. Dass du ein bisschen langsamer deinen Wagen einräumen kannst. Ich lege das immer so aufs Band, wie ich es nachher in die Tasche räumen werde. Das funktioniert ganz gut. Und wenn die von der Reihenfolge abweichen, sind sie selbst schuld. da gucke ich eigentlich, glaube ich, immer hauptsächlich nach schwer bis leicht oder so. Mir in meiner Stadt haben so viele große Einkaufsläden 3 E-Center, 4 Kaufland, 1 Real und ein Globus. Ja, dann haben mehr Leute, kannst du auswählen, wo du hin willst. Ist ja logisch, oder? Ich hab's heute so gehasst. Ich war die Erste an der Kasse und sie hat's gleich gescannt, als ich es draufgelegt habe. Ich war so überfordert, weil ich so viel hatte und danach alles wieder schnell in den Wagen räumen musste. Aber jetzt weißt du Bescheid, Conny, wie du dir das ein bisschen leichter machen kannst. In Läden, wo es geht zumindest. Gina, die Kassierer-Schreck-Murmelmaus. Nein, das ist halt einfach wirklich so ein Ding, dass ich halt, das stresst mich. So, und vor allen Dingen, es gibt so viele Kassierer, die selber nicht checken, was sie mit einer Kasse machen können. So, wenn ihr hinten dieses, wenn ihr in den, also ist ja so ein Unterschied Supermarkt und Discounter, ja? Wenn ihr in den Supermarkt geht, dann habt ihr meistens hinten diesen Hebel, dass 2 Leute gleichzeitig einräumen können. Beziehungsweise, falls eine Person zu langsam ist, dass die da noch Zeit hat, diese Sachen einzuräumen, während die nächste Person schon abkassiert wird. Und dann kann ich danach den Hebel wieder umschalten. Dafür ist das gedacht. Wisst ihr, wie viele Kassierer das nicht hinkriegen? Da einfach diesen Hebel wieder umzulegen, damit ich mehr Zeit habe zum Einräumen im Supermarkt? Ich hasse das. Und dann wird diese Fläche meistens genutzt, um da Flyer hinzulegen, wo ich mir denke, nein, das ist das Auslaufband, damit ich da meine Einkäufe ein bisschen langsamer einräumen kann und nicht so einen Stress mache.
So, und dann hast du die Discounter, wo du hinten nur noch so 40 Zentimeter Auslaufband hast, wo du, wenn du nicht schnell genug bist, fällt das runter, weil die Kassiererin so schnell ist. Ich bin dann schon manchmal kurz davor gewesen zu sagen, ey, ein bisschen langsamer, ich bin eine alte Frau, ich bin kein D-Zug, ich krieg das so schnell nicht mehr in meinen Wagen eingeräumt, ja. Aber das ist schwierig manchmal. Mein Papa ist zum Beispiel so, der sagt immer, nö, ich bin da ganz entspannt, ich räume das dann ganz langsam ein, ich zwinge die Person an der Kasse dazu, langsam zu sein. Verstehe ich auch, kann ich aber nicht. Da habe ich mehr ein schlechtes Gewissen als mit meinen... Ich spicke meinen Einkauf mit Sachen, die die Person verlangsamen. So, wenn ich dann absichtlich langsam einräume, da habe ich ein schlechteres Gewissen. Yellowween! Das ist ja ein schöner Name. Vielen lieben Dank für den Follow und wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Die gibt es bei uns schon ewig nicht mehr. Welche genau? Das nächste Mal warte ich, bis 5 Leute vor mir stehen. Da ist es deutlich entspannter. Wobei ich dann hasse, manchmal zu warten, bis man dann rankommt. So. Bei Lidl piepst es sogar, wenn du zu lange beim Zahlen brauchst und Kleingeld raussuchst. Das stresst zusätzlich. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das kannte ich noch nicht. Oh, warte mal. Das ist... Ist ein Nele-Emote, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ist der von Nele? Ich weiß es gerade nicht. Richtig schlimm. Und dann soll es heißen, Kunde ist König. Wegen dem sieht mich der Aldi auch nicht mehr. Mag da unsere heimischen Supermärkte lieber. Vor allen Dingen, das Ding ist ja, wenn du dann eine Kassiererin oder einen Kassierer hast, die total langsam ist, die Person, dann bist du auch genervt. Dann denkst du auch so, könnte ja jetzt ein bisschen schneller gehen. Also wie man es macht, man kann es dem Kunden nicht recht machen. Ja, von Nele. Oh, wie schön. Das freut mich ja. Ich bin eine alte Frau, ich bin kein D-Zug. Gina, junge Frau, kein D-Zug. Beim Aldi ist der Tisch absichtlich so klein, dass man die Ware direkt in den Wagen räumt. Das geht gut, bloß wird es blöd, wenn man noch am Ausräumen ist, wenn schon kassiert wird. Genau, das ist das Problem. Und ich weiß, dass das diese Taktik dahinter ist, dass das angeblich schneller vonstatten geht und so, aber das... Ich meine, dass das sogar eigentlich so ein bisschen aus Amerika kommt, wo aber hinten dann die Leute stehen, die dir die Tüten einräumen, was wir in Deutschland nicht haben. Deshalb funktioniert das in Deutschland nicht so gut. Wenn du selber noch dabei bist, hinten auszuräumen und vorne noch gar nicht wieder in den Wagen zurückräumen kannst, dann funktioniert dieses Prinzip halt einfach nicht für Großeinkäufe, die du aber ganz gerne mal in einem Discounter machst. So... Das macht ja Sinn, aber diese Trennschieber, die meisten Kassen haben nur noch eine kleine Plattform von 40 cm. Bei den Trennschiebern, also wie gesagt, das ist diese 40 cm Dinger, ist euch das nie aufgefallen, dass das ein Unterschied zwischen Discounter und Supermarkt ist? Dass kein Supermarkt jemals diese nicht auslaufende Kasse haben wird, weil die euch den Komfort geben wollen, während Discounter auf Schnelligkeit und so eine Sachen ausgelegt ist? Es sind nur Discounter, die diese kurzen Kassenenden haben. Und die Supermärkte haben eigentlich immer die langen Kassen hinten. So. Und was ich auch irgendwie so hasse, ist, so kennt ihr diese Trenner? Wenn du diese Trenner auf den Dingens legst, damit man erkennt, das ist mein Einkauf, das ist der Einkauf von der Person hinter mir. Und dann gibt es irgendwie so diese Kassierer, die das so lieblos leicht bei sich vorne wieder reintun. Und dann haben die so drei von diesen Trennern bei sich vorne. Und ich ganz hinten an dem Fließband, stehe da so und will einen von diesen Trennern haben, damit die Person hinter mir was rauflegen kann. Und die schafft es einfach nicht, das nach hinten durchzuschubsen, dass man hinten, wo man die braucht, diese Trenner nehmen kann. Ich hasse das. Dann macht entweder so viele Trenner da rein, dass das Ding konstant voll ist und immer bis hinten Trenner da sind. Oder schubst es nach hinten durch. Aber ich will nicht an zwei Leuten vorbeilaufen müssen an der Kasse, um mir diesen Trenner zu nehmen. Da werde ich auch wahnsinnig immer. Da bin ich immer so dankbar, wenn dann so ein Kassierer an der Kasse ist, der so wusch macht und die bis hinten durchschubst. So was Doofes, aber so eine Kleinigkeit fallen mir auf.
Ich kenne das, bei Aldi gibt es sogar eine Doku über Aldi vom SWR auf YouTube, habe ich gesehen, fände es sehr spannend. Ist das diese diese alte Aldi-Doku, wo Gronkh auch letztens drauf reagiert hat oder so, die einfach immer nur cringe sind? Ich glaube, bei Aldi schauen die auch wirklich, wie viel Zeit jeder zum Scannen braucht und was der Durchschnitt im Laden ist. Das ist so furchtbar. Das ist, ja, ist schon echt doof. Ich weiß auch, dass bei mir bei dem Einzelhandelsladen, da war so ein Scanner zwischen den Eingangstüren. Und dadurch konnte am Ende gescannt, am Ende des Tages gesagt werden, wie viele Kunden wir im Laden hatten an dem Tag. Weil das immer gescannt hat, wenn jemand in den Laden rein ist. Und da ist meine Chefin immer voll ausgerastet, wenn dann so eine Person da stand, die so mehrmals rein und raus gelaufen ist. Und wir hatten das auch ein, zwei Mal, wo dann irgendwie eine Frau mit Kind da war. Und das Kind ist halt die ganze Zeit rein und raus gerannt und rein und raus gerannt. Und die Mutter hat nichts dagegen gemacht, dass dieses Kind immer rein und raus gerannt ist. Und meine Chefin war die ganze Zeit dann so, ah, das verfälscht unsere Kundenstatistik von dem Tag, weil das Kind jetzt 10-mal als Kunde gezählt hat. Schwierig. Bin erstmal weg, aber ich komme wieder. Viel Spaß im Lagnus-Haraya. Fühle ich sehr mit dem Trainer. Das ist so ein typisch deutsches Syndrom. Ja, dann. Aber warum kann man dann nicht genug machen, dass da die ganze Zeit diese Reihe voll ist? Ich verstehe das nicht. Mich persönlich stört das nicht, aber ich kann es schon verstehen, wenn Leuten das zu schnell geht. Weniger Zeit, mehr Kunden, gleich mehr Geld. Ja. Aber gerade wenn die Kassen eh relativ leer sind und trotzdem die Kassiererin Speedy Gonzales macht, ja, obwohl sie sich Zeit lassen könnte, weil hinter mir ist niemand mehr. Das, was Gronkh geschaut hat, war die Doku mit dem Pennymarkt auf der Reeperbahn in Hamburg. Stimmt, du hast recht. Diese Dinger kann ich nicht gucken, ich finde die zu cringe. Geht nicht, ertrage ich nicht. Die Chefin hätte mich gehasst. Schaue manchmal 5-mal in den Laden, wenn ich noch unsicher bin. Ja. Ich kenne das auch, dass ich später nochmal zurückkomme, wenn ich irgendwie ein Kleidungsstück noch im Hinterkopf habe, was ich mich dann doch entscheiden möchte zu kaufen. Und dann probiere ich das ein zweites Mal an, um zu gucken, will ich das wirklich kaufen oder nicht. Ich finde es auch schlimm, wenn so ein Blag die Statistik verfälscht, ne? Lurk zocken, ganz viel Spaß dabei, Hanna. Ich, wie gesagt, Hanna, nee, du hast ja auch Dingens eingelöst hier, ne? Deine Loyalty-Sketch. Ich kann heute nicht zeichnen. Mir tun so die Arme weh. Ich kann heute leider nicht zeichnen. Ich werde heute nur ein bisschen mit euch quatschen und wahrscheinlich auch gar nicht allzu lange machen, weil ich Chrissy dann ja heute noch schminke für Chloe und Chrissy ein bisschen, vielleicht dann auch ein bisschen früher mit Chloe Stream anfängt oder so. Und dann könnt ihr heute den Abend bei Chrissy verbringen. Ja, aber ich kann keinen Stift mehr halten heute. Mach dir bitte keinen Stress, alles kann warten. Ja, ich wollte aber heute gerne eigentlich so ein bisschen mit euch so einfach so Daddel zeichnen, hätte ich schon Bock drauf gehabt, aber meine Arme machen nicht mit. Leider wirklich komplette Schmerzen im Finger. Oh, gerade ist das Stichwort gefallen. Jetzt habe ich schon 3 Leute in der Reihe, Mensch. Also ich habe auch überlegt, ob ich den Stream von heute auf morgen verschiebe, weil ich so Schmerzen hatte, aber ich bin halt morgen verabredet mit meiner Family. Sonst hätte ich euch vorhin irgendwie gesagt, okay, wir verschieben heute auf morgen. Aber ich wollte dann wenigstens mit euch quatschen. Apropos, wie sieht's denn mit dem Bart aus? Ist der feine Herr nun geduscht? Ich glaube, der hat sich eben rasiert noch, so auch Gesicht rasiert und sowas. Dann braucht er mal ein bisschen länger. Ich krieg das schon mit, wenn er raus ist. Unser Schloss vom Badezimmer ist sehr laut. Ich höre das. Soll ich auch einlösen, wenn du magst? Ihr müsst mir nur alle noch sagen, was ihr haben wollt, ne? Hannah hat mir auch noch nicht geschrieben, was sie gezeichnet haben möchte. Und Eddie auch noch nicht. Wunderschönen guten Morgen, Baumfrachter. Ich hoffe, dir geht's gut. Das stimmt. Dann ist aber auch meistens die Auswahl nicht mehr da und das Gemüse nicht mehr so geil. Ging das gerade irgendwie um Uhrzeit mit dem Einkaufen, Birches? Ach, da oben. 21, 22 Uhr einkaufen, wenn ich Feierabend habe, dann hat es eh keiner mehr eilig. Birsches, das glaubst du mit der Auswahl. Aber was ich und Chrissy häufig bemerkt haben, ist, dass die um die Uhrzeit wieder anfangen, die Regale aufzufüllen für den nächsten Morgen. Und du dann manchmal abends die frischesten Sachen überhaupt bekommst. Nicht immer, kommt auf den Tag an, wo man hingeht, aber richtig oft füllen die abends erst alles wieder auf und dann hast du abends die frischen Sachen.
Haben wir schon ein paar Mal gehabt jetzt. Dass ich irgendwie so, weil wir gehen auch oft erst, ich weiß nicht, wann wir heute einkaufen gehen, müssen wir mal schauen. Wir gehen auch in letzter Zeit richtig oft erst abends einkaufen, weil uns das tagsüber zu viel ist. Und richtig oft füllen die dann abends gerade alles auf und wir haben dann irgendwie so den richtig frischen Salatkopf oder so. Man muss meine Punkte noch verfünffachen, dann mache ich auch mit. Mir geht es gut. Baumi ist jetzt ein freier Baum. Semesterferien. Oh, das ist super. Genieße sie, Baumfrachter. Eine Tischkante? Ja, Ecki, dann deins wird dann, das ist dann einfach. Soll ich dein Discord-Profilbild nachzeichnen? Einfach so eine Tischkante mit einem Pfeil, wo Ecke dran steht? Oder Ecki? Das stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Und wenn es Angebote gibt, kann man die manchmal auch schon am Abend vorher holen. Ja, weil die nicht morgens erst alles auffüllen wollen. Und so meistens kommen irgendwie so die Lieferungen gegen Mittag oder Abend. Ja. Baumfrachter Mahalo. Ja, das ist wirklich so. Nicht alles, aber häufiger mal. Kommt auch siehst du Gina nicht, Halloween? Baumfrachter wo? Was ist das denn hier für ein sexy Mann? Sexy Mann? Der Halloween, ah. Ihr kennt euch von Nele, denke ich mal. Muss ich mich hier etwa auch benehmen? Ach, Quatsch. Quatsch. Abgesehen vom Gemüse geht's voll. Das ist dann aber ein Kaufland, der füllt ständig auf. Das stimmt. Also wir haben das ja doch so bei Edeka, stimmt, haben wir das eher als in Discountern, das ist doch richtig. Aber ja, häufig wird dann gerade aufgefüllt und dann hast du ein bisschen Glück. Wo es dann nicht so ist, ist dann, wenn du diese Bäcker-Ecken irgendwie so hast in einem Discounter oder was weiß ich. Meister Eder ist es, glaube ich. Ich hoffe, ich habe die Worttrennung da richtig gemacht. Vielen lieben Dank für den Follow und wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Dankeschön. Ja. Und dann, wenn du dann irgendwie so abends, wenn du irgendwie um kurz vor Ladenschluss noch ein Brot oder so holen willst, das ist dann höchstwahrscheinlich meistens weg. Also gerade, wenn du es irgendwie aus dieser Bäckerecke irgendwie so holst, weil sie das meistens immer morgens frisch machen und nicht abends auffüllen. Aber halt viele Sachen füllen die abends gerade erst auf. Habe wegen dem Raid gestern voll festgestellt, wie genial auch Misaki zeichnet. Deswegen habe ich sie ja ursprünglich gefunden. Misaki kenne ich ja jetzt auch schon voll lange und ist ja die, ich glaube, die einzige Zeichnerin bisher, wo ich euch mal hingeschickt habe. Und dann hatte ich die auf der Startseite und dachte, nee, ich hatte sie nicht mal auf der Startseite. Wir haben selber gezeichnet gehabt und dann habe ich gesagt, okay, ich schicke euch in die Kategorie Art, weil wir das auch gerade gemacht haben. Und da hatte ich dieses Vorschaubild von Misaki und ich fand ihren Zeichenstil so geil, dass ich euch ja da dann hingeschickt habe. Und Misaki ist so eine freundliche Person. Ich schicke euch so gerne zu ihr. Das ist einfach so ein unglaublich freundlicher Mensch auf Twitch. Und ja, die macht das. Ich finde bei ihr auch, man merkt so übelst krass, wie die von Bild zu Bild besser wird. Die macht so krasse Fortschritte. Ich finde das so heftig. Misaki loben, genau. Ja, richtig gelesen. Endlich von TikTok hierher gefunden. Das freut mich. Da bin ich happy. Dankeschön. Und wie gesagt, einen wunderschönen Samstag dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Misaki ist heftig vom Zeichnen, ne? Ich liebe es, wie sie Augen zeichnet. Ist so cool. So krass, wie sie ihre Augen zeichnet. Da wir schon über Supermärkte-Discounter gesprochen haben, bin schon seit längerem dafür, dass Fleisch teurer wird, weil erstens kein Fließbandprodukt und zweitens hatte Gedanken und mal gelebt und drittens, Mensch sollte merken, was normal ist. Ja, ist halt wieder diese schwierige Situation oder diese schwierige Diskussion, sage ich mal, hatten wir auch letztens kurz angerissen. Weil, ja, so von wegen diese Sachen, wenn du so ungesunde Sachen, die teilweise so viel günstiger sind als gesunde Sachen, also, ne, dieses Thema Bier und Babynahrung und so hatten wir letztes Mal, mein Magen knurrt gerade, und halt mit dem Fleisch, das ist ja leider dieses Problem. Leider. Dadurch, dass es so günstig angeboten wird, essen so viele Menschen auch so viel davon und gucken nicht mal nach qualitativ besserem Fleisch und was weiß ich. Ich lasse meinen Lurk da während dem Gassi gehen. Oh! Hunde gerne in den Discord schicken. Ich liebe Hundebilder. Zucker, ja. Viele Sachen, wo unglaublich unnötig übermäßig viel Zucker drin ist, ja.
leider wirklich so. Leider, leider. Aber ich weiß nicht, was wir da machen müssen, dass das sich verändert. Keine Ahnung. Das ist ganz ehrlich. Das ist halt einfach dieses Wirtschaftsding. Leider, leider. Salü, ihr Bewegungsmuffel. Echo! Nenn mich nicht Bewegungsmuffel. Ich habe gestern 5 Stunden auf dem Boden gehockt und Moos angeklebt. Mir tut alles weh. Ich bin absichtlich Bewegungsmuffel, okay? Weil mir tut alles weh gerade. Ich kann kaum einen Finger irgendwie noch mit Kraft belasten. Es ist furchtbar. Wie weit ist es jetzt eigentlich noch zu den 4000 Followern? 50. Da wird es mir gerade angezeigt. Am Handy rundet er immer. Am Handy, also wer am Handy da immer auf die Zahl guckt, am Handy rundet er die Zahl immer. Immer wenn man die 50 überschritten hat, dann rundet er auf die nächsthöhere Zahl und kurz unter den 50 rundet er auf die untere Zahl. Deswegen ist am Handy dürfte jetzt, glaube ich, gerade so die 4000 stehen oder so, ne? Das ist heftig. Hallo Ritorin, wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Die Briten haben eine Zuckersteuer? Das wusste ich gar nicht. Hollisch, das ist richtig fies gerade. Das ist richtig fies. Chrissy ist doch gerade im Bad und ich muss doch eh schon auf Toilette. Schönen guten Tag, wie geht's? Das Yoga von gestern reingekickt. Hallo Panto und wunderschönen Samstag dir. Ja, ich kann mich null bewegen. Ich habe übelste Schmerzen hier oben. Mein Halswirbel tut mir wieder übelst weh, wobei ich mit dem seit Tagen schon wieder Probleme habe. Ich kann kaum einen Finger belasten. Sobald ich irgendwie drücke, zieht das bis hier unten auf beiden Seiten. Ich kann kaum irgendwas richtig festhalten. Ich habe übelste Schmerzen hier. Oh Gott, ich kann da kaum anfassen. Oh Gott, tut das weh. Oh mein Gott, tut das weh. Hier, diese Muskeln neben der Wirbelsäule auf beiden Seiten, weil ich mich so viel umgedreht habe zum Computer, glaube ich, gestern. Oder so über dem Bild hing. Das tut mir übelst weh. Und auch irgendwie die Unterseite von meinen Oberschenkeln und meine Hüfte. Ich weiß, mir tut alles weh, sage ich ja. Ich mache eine Badezimmerpause. Abfahrt 3, 2, 1. Okay. Dann gehe ich mal ganz schnell auf Toilette. Muskelkater kommt auch nur, weil man es nicht gewöhnt ist. Aber Finger ist ja mies. Ja, wie gesagt, also ich glaube, an den Armen sind es auch weniger die Muskeln als die Sehnen. Seit Tagen schon so eine anbahnende Sehnenprobleme. Bin gleich wieder da. Ah Gott. Aua.
Oh Gott. Mir ist kalt. Oh, ah, mir ist kalt. Mir ist kalt. Warte, was? Die guckt TikToks im Bad. Ich hab ganz kurz was reingeguckt, ja. Eben wurde tausendmal besser durch Feigling. Die haben gestern Valorant gespielt, ne? Eieiei, das klingt, als wäre außer existieren nicht viel drin heute. Aber Pause ist nach gestern auch verdient. Ey, ich finde das so krass, wie sehr man bei einzelnen Muskeln merkt, wie sehr sie deinen Körper irgendwie, wie sehr du die brauchst. Wenn die wehtun, dann merkst du immer erstmal, wie häufig du die brauchst. So. Das ist so, ich merke sonst nicht, für welche Bewegungen ich diese Rückenmuskulatur benutze. Oh, und jetzt sind so die kleinsten Bewegungen, wo ich teilweise so, ah Gott, ich sterbe, mir tut so der Rücken weh. Anlag wegen Chrissys harten Nippeln, perfekt. Eglos auch, guck mal. Chrissy schreibt von harten Nippeln und entweder kommen die Leute deswegen aus dem Lurk zurück oder machen es wie Prometheus und sind so, okay, ich gehe besser. Schön, dass du da warst, Prometheus, einen wunderschönen Samstag noch. Gina, dem Thema Zuckersteuer habe ich was in den Discord geschickt, okay. Ich hatte auch irgendwie, ich bin am Überlegen, ob ich davon ein bisschen was mitgekriegt hatte mit dieser Zuckersteuer. Gab es nicht auch irgendwas mit Biersteuer oder so irgendwas? Ich weiß es auch nicht mehr. Mein Steißbein tut auch wie bei mir. Wie gesagt, nicht das Steißbein, sondern so in der Taille die Muskeln neben der Wirbelsäule. Die tun so arschweh. Oh Gott. Mir fällt gerade auf, ich bin jetzt deine halbe Streamer-Karriere dabei. Krass. Und die geht noch nicht mal ein Jahr. Das ist so krass. Wir nähern uns dem Jahr jetzt. Bald, aber noch nicht ganz. Das ist schon heftig, ne? Prometheus heißt ein Programm, das ich ständig für die Uni nutze. Hört auf, mich daran zu erinnern, dass ich das gerade nutzen sollte. Tut mir leid, Yuki. Ich kann nur Namen aus meinem Chat vorlesen. Aber ich hasse das auch so. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Tatendrang habt, aber euer Körper lässt es gerade nicht zu? Ich wollte gestern Abend eigentlich unbedingt noch mich an den Laptop setzen und ein bisschen die Dingens weiterschreiben, die Kurzgeschichte. Aber ich konnte nicht. Mir tat so alles weh. Und dann lag ich da und hatte diesen extremen inneren Tatendrang eigentlich und wollte was machen. Und wollte noch irgendwas tun, weil ich dann auch irgendwie gerade gepennt hatte und gerade wieder wach geworden war und eigentlich nicht so mega müde war. Aber ich konnte nicht, weil mein Körper hat es nicht zugelassen. Mir taten so die Arme weh, ich konnte nicht mehr tippen oder irgendwas. Ich kenne es eher umgekehrt, topfit, aber keine Motivation. Das gibt's auch, das stimmt, ja. Das kenne ich auch, aber bei mir ist immer, ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen phasenweise. Weil ich manchmal so Phasen habe, wo ich so mega viele, das habe ich, erzähle ich euch in letzter Zeit häufiger. Ne? Jetzt gerade ist es bei mir, dass ich halt so viele Projekte habe, dass ich so viel gleichzeitig am liebsten fertig bekommen würde. Und das mit der Priorität hatte ich euch letztens erzählt, dass für mich irgendwie alles irgendwie so eine ähnlich hohe Priorität hat. Und ich da dann Probleme habe, andere Dinge zu vernachlässigen. Und deswegen habe ich dann irgendwie so einen Tatendrang und so. Und wenn ich dann mit meinem Körper nicht mehr kann, dann hasse ich das. Ich hasse mich selber dann dafür. Auch so ein bisschen dieses, ich habe den ganzen Tag am Computer gesessen und würde jetzt gerne eigentlich Sport machen, aber es geht nicht, weil ich mich nicht mehr aufraffen kann. Und wenn ich jetzt Sport mache, kriege ich nichts mehr hin, weil mir alles wehtut, weil ich keine Kraft mehr im Körper habe oder. Und ich hasse das, wenn der Körper eigentlich nicht mehr das mitmacht, was du gerade am liebsten noch machen wollen würdest. Du hast Yuki. Das habe ich immer, wenn ich im Bett liege. Ja, ne, also ich habe das schon auch häufig, wenn ich abends im Bett liege und eigentlich noch nicht schlafen kann. Dass man dann sich so denkt, okay, eigentlich würde ich gerade ganz gerne was machen und hier nicht irgendwie zwangsmäßig vergessen, zwangsmäßig versuchen einzuschlafen, so, ja. Du hattest ja gestern sicher Muskelkater. Bis heute habe ich den, Yuki. Bis heute habe ich den Muskelkater, ja. Oh, ich hatte ja noch die Story von gestern Vormittag. Habe ich ja noch nicht erzählt, weil ich gestern eingepennt bin. Oh, Story von gestern Vormittag?
Oh, schön. Ja. Aber wie gesagt, bei mir ist jetzt gerade so viel, was ich machen will. Und ich will auch, ich will halt auch nie irgendwie Menschen lange warten lassen und so. Und ich habe so. Kennt ihr Hyperfixierung ist das, glaube ich. Hyperfixierung, kennt ihr das? Das ist auch häufig bei Leuten, die so ADHS haben oder was weiß ich so. Da gibt es das häufig, aber so ein bisschen diese Hyperfixierung ist so ein bisschen dieses, ich fixiere mich, weil es mir gerade Spaß macht, so sehr auf eine Sache, dass ich tagelang nichts anderes mache und bis es suddenly weg ist und du komplett aufhörst damit. Und das habe ich tatsächlich dann manchmal, wenn ich irgendwie gerade etwas sehr interessant finde, wenn ich für eine bestimmte Person jetzt zum Beispiel gerade Emotes machen möchte oder, und dann fixiere ich mich tagelang darauf, bis die Energie flöten geht und ach, schwierig. Ich habe mein Sportprogramm schon hinter mir, neidisch, Echo, neidisch. Ich habe noch nicht mal was gegessen. Ich habe gerade noch nicht mal etwas gegessen. Jetzt bin ich gerade halt wirklich so, ich würde wahnsinnig gerne mit euch diese Loyalty-Sketches machen, aber ich weiß, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich meine Arme morgen gar nicht mehr bewegen. Ich bin auch echt schon am Überlegen, ob ich, weil ich morgen, wie gesagt, ich bin morgen bei meiner Mutter mit meiner Schwester zusammen, weil wir so einen Nähtag machen. Und ich bin schon echt am Überlegen, ob ich morgen sage, ich bin entweder nur dabei oder ich mache nur eine ganz kleine Sache, weil ich glaube, wenn ich morgen den ganzen Tag wieder nähe, dann wird es meinen Armen nicht besser gehen. So, jetzt bin ich am Überlegen, was kann ich machen, dass es meinen Armen wirklich besser geht? Weil einfach irgendwie mich ins Bett legen und lesen ist auch unpraktisch, weil dann halte ich die ganze Zeit ein Buch. Irgendwas muss man ja machen können, dass man die Arme schont. Ich weiß es nicht. So übermüdet nach 2-3 Stunden wach. Ey, immer, sofort. Ich bin eben fertig geworden mit dem Frühstück. Wir haben noch ein paar Aufbackbrötchen. Das ist das Einzige, was wir noch haben. Das könnte ich gleich mal in den Ofen hauen. Aber mal schauen. Wirft der Maus ein Stück Käse zu. Dankeschön. Lecker. Wie pessimistisch, macht doch mal einen Ja-Tag. So ein Nee-Tag bringt einen auch nicht weiter. Ja, wir sitzen die ganze Zeit nur in einer Runde und sagen nee, 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 genauso. Bei meinem Vater ist das auch so. Der hat auch ADHS. Wenn er mal in einem Thema drin ist, könnte eine Bombe neben ihm einschlagen. Er bekommt dann nichts mit. Ja, ja. Einfach abschneiden. Wenn du keine Arme mehr hast, dann können die nicht mehr wehtun. Aber tun dann nicht die Stellen weh, wo ich es abgeschnitten habe? Und vor allen Dingen, wie schneide ich den einen Arm ab, wenn ich den anderen schon abhabe? Es wird schwierig. So beide Arme abschneiden ist schwer. Ich kann halt einen Arm abschneiden, aber der zweite ist dann tricky. Nicht mehr die Arme. Ich musste auch eben, ich bin relativ pünktlich fast noch gewesen, ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass meine Kamera komplett nicht mehr angeschlossen und nicht mehr richtig eingestellt war, weil wir gestern dieses Moosbild angebracht haben und wir aufgepasst haben, dass wir das nicht volle Kanüle gegen meine Kamera schlagen. Und deswegen habe ich dann so ganz schnell so meine Kamera irgendwie wegbewegt und hier dabei alle Kabel rausgerissen und keine Ahnung, da musste ich eben kurz vorm Stream, ich wollte so voll schnell anmachen und musste erstmal noch komplett meine Kamera wieder neu einrichten. Ah. Einfach mal kühlen die Arme, habe ich gestern schon den ganzen Abend gemacht, hat irgendwie nicht geholfen. Ich weiß auch nicht, ich habe gestern den Arm die ganze Zeit schon auf so einem Kühlkissen liegen gehabt und irgendwie hat mir das nicht... Das tat sogar mehr weh danach. Ich bin eher am Überlegen, vielleicht mal zu baden zu gehen heute oder so. Ich weiß es nicht. Mal wieder baden und ausspannen. Aber manchmal ist das auch. Manchmal hilft das Baden auch nicht unbedingt. Vor allem Frühstück. Ja, Frühstück heißt für mich einfach nur die erste Mahlzeit des Tages. Das heißt nicht, dass man sie früh essen muss. Wärmesalbe und eine Ibu. Ich habe so viel Dingens in den letzten Tagen genommen durch die leichte Erkältung, hier Boxer Grippal, dass ich eigentlich gerade ungern wieder eine Tablette nehmen würde. Aber ich glaube, so eine Muskelsalbe habe ich da. Das könnte ich probieren. Ich glaube, irgendwie sowas habe ich da. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee, Sandy. Das ist eine gute Idee.
10 Minuten davon habe ich verbracht, den Schnee zu zerbrechen und wegzuschaufeln. Daher mein Muskelkater heute von gestern. Ach so, warte. Ich hatte ja vorgestern das Auto meiner Großtante ausgeschaut. Ach, das war mit Ausschaufeln gemeint. So dass sie halt rein kann. Das Auto steht halt in der Wiese und über Nacht ist dann der Schnee gefroren und unter dem gefrorenen Schnee ist Matsch. Hab dann gestern eine halbe Stunde gekämpft, bis ich mit dem Auto die 8 Meter bis zur Straße konnte. Und deswegen davon Schnee zerbrechen, wegschaufeln, daher der Muskelkater. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort. Dass das sehr anstrengend war. Ah ja. Mit Chloe baden. Ja, Chloe, die streamt ja heute. Die will ich dabei nicht stören. Magnesium ist sonst auch immer gut bei Muskelkater. Habe ich, glaube ich, gerade nicht da. So Magnesium-Tabletten oder sowas. Müsste ich schauen. Ich glaube aber, habe ich gerade nicht da. Dann nur die Salbe und schön einkuscheln, ja. Ich weiß auch nie, ob jetzt gerade kühlen oder wärmen die bessere Option ist. Kennt ihr das, wenn ihr dann euch nicht sicher seid, so sollte ich das jetzt kühlen oder sollte ich das jetzt wärmen? So gerade, wenn du irgendwie so nicht weißt, ist jetzt der Wirbel entzündet, weil dann müsste ich es kühlen. Oder ist da einfach nur irgendwas verspannt, weil dann müsste ich es eher wärmen, damit sich das lockern kann. Und dann bin ich jedes Mal so, was mache ich jetzt? Ich weiß ja nicht, was da hinten vor sich geht in meinem Wirbel. Soll ich jetzt das eine oder das andere machen? Ach, streamt ruhig aus der Wanne, wir sind da nicht so. Poolstream mal anders. Hallo Freakmonster, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Ich mag Nesium, echt ein netter Mensch. Gibt einen Grund, warum du König der Cringe-Ecke bist, Yuki. Halb kühlen, halb wärm, so abgewechselt die ganze Zeit, ist bestimmt gut. Muskeln eher wärmen, aber bei Nerven und sowas eigentlich auch, ne? Also ich kenne das halt irgendwie so, dass man sagt, so von wegen, wenn das entzündet ist, also gerade bei Sehnen und was weiß ich, wo du dann Schmerzen hast, dass du das eigentlich eher kühlen musst. Und wärmen tust du eigentlich nur, Wärme dehnt ja die meisten Sachen aus. Das heißt, du wärmst häufig Sachen, gerade wenn es irgendwie eine Verspannung ist, in der Hoffnung, dass durch diese Ausdehnung sich das dann lockert oder sowas. So kenne ich das, ne? Aber wenn du gerade nicht weißt, woher der Schmerz wirklich kommt, dann weißt du nicht unbedingt, womit du das jetzt bekämpfen sollst. Ich lege mich auch zu gern auf so eine Akupressurmatte, bilde mir ein, dass das hilft. Eine Akupressurmatte sagt mir gar nichts. Ich kenne Akupressur, aber ich kenne keine Matte dafür. Kannst ja coolen mit einer Kuh kuscheln. Gibt warm und cool. Und kühl ist doch auch fast das Gleiche. True. Wo finde ich so schnell eine Kuh? Tatsächlich habe ich in Laufweite. Ich habe in Laufweite einen Bauer und könnte mit einer Kuh kuscheln. Wenn er mir das erlaubt. Wenn er mich zu den Kühen lässt. Und mich nicht anguckt, wie das weirde Mädchen das fragt, ob ich mit der Kuh kuscheln darf. Verteilt Kompressionsstrümpfe in den Chat. Ich hab gerade, wartet mal. Mein Fuß schwillt gerade an und juckt. Nicht gut. So eine Massagepistole mit passender App, die benutze ich bei Problemen ganz gerne. Ich habe halt eigentlich so ein Set von so Faszien, Bällen und Rollen und so. Lass dir Massagen verschreiben. Meine Mama schwört auf sowas. Ja, dafür müsste ich zum Arzt, damit er mir das verschreibt. Und ihr wisst, ich und Arzt ist so die Sache, ne? Bei Verspannungen hilft am besten Bewegung. Wenn ich den ganzen Tag am PC sitze, habe ich auch oft Nackenverspannungen. Da hilft eigentlich am effektivsten, die Regionen zu bewegen und zu dehnen. Das Ding ist, dass ich ja jetzt häufiger schon irgendwie mal das wirklich so hatte, dass ich mich dann gar nicht mehr bewegen konnte. Und sich da dann zu bewegen, ist dann schwierig. Akupressurmatte, ich schwöre drauf. Lass mich kurz googeln, was eine Akupressurmatte ist. Wenn das hier jetzt schon zweimal im Chat gefallen ist, dann muss ich das suchen. Akupressurmatte. Ich habe es mit Doppel-K geschrieben und er hat so, meinst du nicht eher Akupressurmatte? Ja, ich meine die mit dem Akku. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Aber gibt's in rosa. Und was macht die? Da lege ich mich dann einfach drauf und schlafe da drauf? Oder mache ich da drauf Yoga?
Was mache ich da drauf? Sieht interessant aus, aber... Sieht schon witzig aus. Ist wie so eine Yogamatte mit ganz vielen kleinen Boppeln drauf. Sieht schon lustig aus, aber... Lege ich mich da einfach nur drauf? Darf ich die Marke nennen, die ich habe? Kannst du gerne machen. Mir wird hier sehr, sehr viel vorgeschlagen gerade. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie dann irgendwelche Übungen drauf machen soll. Ob das zum Draufschlafen ist oder... Erstmal mit Shirt drauflegen und dann nackt. Ich schlaf drauf ein. Okay. Pranamat. Ich hatte auch letztens voll überlegt. Die ist teuer. Eieiei. Aber sieht besser aus als die anderen eben. Die Akupressur-Dinger da drauf sehen ganz anders aus. Cute. Ich hatte auch letztens überlegt, kennt ihr, oh Gott, wie hieß, jetzt habe ich vergessen, wie das hieß. Es gibt ja diese Weighted Blankets, kennt ihr die? Na Leute, seid ihr gerne hier? Zero, vielen lieben Dank für die 69 Bits, dankeschön. Akupressurmutter, ich gucke auf die Uhrzeit meistens am Handy. Oh no. Nee, aber kennt ihr diese, was wollte ich jetzt gerade sagen, diese Weighted Blankets, diese beschwerten Decken, womit man besser einschlafen können soll, so. Und ich hatte irgendwie mal überlegt, ob ich so eine hole und dann aber irgendwie entschieden, dass die dann wahrscheinlich die ganze Zeit vom Bett fällt. Und dann habe ich eine Alternative gefunden. Roland, vielen lieben Dank für den Follow und wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Dankeschön. Dann habe ich eine Alternative gefunden und ich habe gerade vergessen, leider, wie die heißt. Das ist dann... Das sieht aus, als wenn du in einer riesigen Socke bist. Ich habe leider gerade vergessen, wie die Dinger heißen. Das ist so... Das kommt irgendwie aus dem Bereich von Babys. Das ist so, dass du die halt irgendwie so sehr... Das ist... nicht Schlafsack. Das ist dann irgendwie so ein sehr enger Stoff am Körper und der drückt dich zusammen und dadurch kannst du als Baby dich nicht so viel bewegen im Schlaf und schläfst ruhiger. Und das haben sie dann für Erwachsene nachgemacht. Und das kostet ähnlich viel wie die Weighted Blanket. Aber das hatte einen ganz bestimmten Namen. Ja, bei Babys heißt es so genau, aber bei den Erwachsenen hieß das, glaube ich, nochmal anders. Und das war nicht zum Wickeln. Sondern. Müsste ich mal gucken, ob ich das wieder finde. Das war sehr lustig. Strampelsack für Erwachsene? Warte. Es hatte einen ganz eigenen Namen, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das sah echt lustig aus, weil die dann wirklich aussah wie eine Kartoffel. Die war komplett da drinne. So, und das hat aber komplett auf dem Körper gedrückt. Also es war nicht so ein lockerer Sack oder sowas, sondern es war so eine echt feste Dingens, die halt wirklich Druck auf den Körper ausübt, so ähnlich wie dieses Weighted Blanket. Dadurch bist du irgendwie ruhiger. Ich muss mal gucken, ob ich das finde. Weighted Blanket Alternative vielleicht. Mein Enter-Knopf funktioniert irgendwie manchmal nicht. Hier. Sleep Pod heißt das Ding. Der Sleep Pod. Und ich weiß nicht, ob ich das gerade zeigen kann. Aber das sieht super lustig aus. Wartet mal. Pieps. Da. Es ist dann so ein sehr enger... Mit einem festen Stoff, so ein Sack, und der soll halt irgendwie so Druck ausüben, dass du besser einschlafen kannst. Und es nimmt nicht so viel Platz weg, halt wie ein Weighted Blanket. Und du kannst halt einfach auch eine Sommerdecke oder sowas drüber legen. Fand ich irgendwie lustig. Pieps! hatte ich ernsthaft überlegt, ob ich das mal probieren möchte. Aber das kostet mir zu viel, nur um es zu probieren, wisst ihr?
Das ist das Problem, was ich dabei habe. Es kostet zu viel, um es einfach nur zu probieren. So, und wenn das dann nicht funktioniert, dann weiß ich nicht, ob man es dann noch zurückgeben kann. Aber ich fand es sehr lustig. Nein. Muss euch wieder richtig hier auf den Bildschirm kriegen jetzt. So. So. Sieht aus wie eine Zwangsjacke. Ja, aber das ist ja bewiesen, dass das häufig hilft. Dass dich das ruhiger macht. Dieser Druck von außen auf den Körper beruhigt tatsächlich viele. So, und dadurch hast du nicht so viel Bewegung im Schlaf und was weiß ich und kannst ein bisschen besser schlafen wohl angeblich. Wenn du Schlafprobleme hast, dann sowas oder ein Weighted Blanket. Wenn du jemanden entführen willst, der entführt aber gechillt schlafen soll. Ein Wohnmantel klingt auch lustig. Lass dich doch von deinem Gatten festschrauben. Freakmonster, das wird mir ein wenig zu sexuell hier. Ist ja quasi wie eine Umarmung, genau. Das ist der Hintergedanke dabei, dass du dich umarmt fühlst und wohlfühlst und dass das ein gewisses Hormon auch ausschüttet, glaube ich, so dieses Wohlfühlhormon und so. Ich fand's interessant. Und gerade weil ich halt echt Schlafprobleme habe, bin ich am Überlegen, das oder das Weighted Blanket mal zu probieren. Das Ding ist bei dem Weighted Blanket, dass ich der Meinung bin, dass meine Decke, die ich jetzt gerade habe, auch schon relativ schwer ist. Und das hat mir nicht so geholfen. Das reicht mir nicht so. Vielleicht liegt es daran, dass die dauernd von einer Seite vom Bett runterfliegt, weil die so schwer ist. Kein Problem. Christian hat gerade schon Seile rausgeholt. Er wird jetzt voll enttäuscht sein. Ja, glaube ich auch. Und deswegen hatte ich überlegt, ob ich diesen Sleep-Pod da mal probiere. Aber wenn es dann nicht funktioniert, oder ich meine, es ist auch sehr weird, wenn Chrissy dann zu mir ins Bett kommt und ich liege in so einem Ding drin. Ich glaube, das ist mehr was für Singles. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn es beim Schlafen hilft, wenn man echt Schlafprobleme hat, dann ist es das für einen vielleicht wert, dass man da so sehr lustig liegt. Ich stelle mir das nervig vor, wenn man mal nachts zur Toilette muss oder so. Aber kommt bei mir jetzt nicht so häufig vor. Aber ja, das stimmt. Aber nachts auf Toilette zu müssen, ist so oder so nervig, bin ich ehrlich. Es ist so oder so nervig, dass du dann aufstehen musst und nochmal aus deinem gemütlichen Schlaf raus sollst. Und aus deiner gemütlichen Bettdecke. Ja. Wir machen das volle Babyprogramm, wenn wir noch die Windeln dazu nehmen. Ja, genau. Wenn es bei Babys okay ist, dann... kennt ihr diesen Spruch? Wenn jemand das immer so sagt, was für Babys okay ist, ist ja dann bestimmt für Erwachsene auch in Ordnung. So diese Leute, die Babypuder dann benutzen und Babyshampoo und was weiß ich. Und dann kommt immer der Spruch, was für Babys okay ist, kann ich ja als Erwachsener wohl auch nehmen. So, weil dem Weh fürs Baby ist es ja gut. Das ist immer meine Ausrede, wenn ich Babybrei noch esse. Nein, Quatsch. Aber es gibt immer noch Babybrei, den ich echt lecker finde. Ja. Trägst du welche? Trägst du was? Meine Farben sind das nicht. Meine pinke Welt. Schlafsäcke. Okay, Schlafsäcke. In Schlafsäcken konnte ich nie schlafen als Kind früher. Fand ich furchtbar. Aber mehr wegen diesem... Wegen diesem Außenstoff, der dieses Wüt-Wüt-Wüt-Wüt-Wüt-Geräusch gemacht hat. Kanntet ihr da diese Winterhosen, wenn man laufen musste und dann ist dieser komische, glatte Stoff so aufeinander gerieben und es macht Wüt-Wüt-Wüt-Wüt. Genau dieses Geräusch machen Schlafsäcke für mich und ich hasse das, wenn man sich da drauf bewegt, da drin irgendwie bewegt und du hörst dieses Wüt-Wüt-Wüt die ganze Zeit. Schneeanzüge, genau, die Dinger. Dieser komische Stoff da und das macht so ein komisches Geräusch. Und wenn ich das dann im Schlaf höre, ganz furchtbar. Lina muss plötzlich nicht mehr so oft im Stream auf Klo gehen. Woran das wohl liegt? Ob ich dann vielleicht auch so Product Placement Windeln? Habe ich so einen Windelhersteller für Erwachsene dann als Sponsor drin und so? Und dann kriegt ihr so Rabattcodes hier 15% auf Erwachsenenwindeln von mir? Dadurch muss man seltener auf Toilette während des Streams.
Und dann habt ihr so unten in den Panels bei mir so ein Panel drin für den Windelhersteller, mit dem ich ein Sponsoring habe. Bitte nicht, die Füße gestern fand ich schon unangenehm genug. Wieso? Sind doch nur Füße. Babys machen das, alte Leute auch. Ich sehe nicht ein, warum ich das nicht darf, ohne doof angeguckt zu werden, ne? Eglos, hast du vollkommen recht. So, der kleine Zwergi ist wach. Ich muss los. Schönen Samstag euch allen. Viel Spaß mit dem kleinen Zwergi, Sandy. Wunderschönen Samstag dir auch noch. Wie gesagt, ich glaube, wir machen gar nicht so lange heute. Ich wollte einfach ein bisschen mit euch quatschen, leider mit Zeichen. Ich versuche, das ist so doof gerade, ja, ich habe Schmerzen hier oben. Und dann versuche ich selber mit Druck auf diesen Muskel irgendwie kurz so mit den Fingern zu massieren. Aber egal welchen Finger ich benutze, sobald ich Druck gerade mit der Hand mache, tut mir der Arm weh. Das heißt, ich kann gerade auf beiden Seiten auch der Arm. Das heißt, ich kann gerade nicht mich selber hier oben massieren oder so oder hier so reindrücken, weil mir dann gleichzeitig der Arm weh tut. Ich bin an, ja, Alter, Leute, das Alter ist es. Ich hasse Füße, also nicht zum Stehen, sondern zum Sehen. Echt? Ich habe jetzt keinen Fußfetisch oder sowas, aber ich finde Füße mittlerweile auch nichts Hässliches mehr. Ich finde, Füße können etwas sehr Filigranes sein. Wenn man so diese Cinderella-Szene mit dem schönen Schuh oder so. Oder so langsam so eine Socke, so eine Overknee-Socke ausziehen oder so und dann so ein schöner gestellter Fuß kann schön aussehen. Ich finde, man kann Füße schön in Szene setzen. Das heißt nicht, dass man unbedingt einen Fußfetisch haben muss, aber ich finde, Füße sind nichts Hässliches, wenn sie gepflegt sind. Gepflegte Füße. Ich sage, wenn die Füße gewaschen sind, finde ich das nicht schlimm, ja. Man muss dazu sagen, ich hatte gestern, meine Füße waren LED beleuchtet und ich hatte nur die Webcam an. Also meine Füße sahen knallrot aus gestern wahrscheinlich und es war überall Moos dran, aber trotzdem. Kennst du so Kirschsteinsäckchen? Die tut man 2 Minuten in die Mikro erwärmen und die Wärme soll auch gut sein. Da habe ich 2 von, weil meine Mama die selber gemacht hat. Ich glaube einmal mit Kirschsteinen und einmal mit was anderem. So 2 verschiedene Arten von Kerne kann man da nehmen. Ich habe einen, den ich mir hier unten so rumwickeln kann und einen, den ich für den Nacken habe. Damit saß ich am Anfang, wo ich noch den alten Stuhl habe, auch häufiger mal im Stream, weil ich so Rückenschmerzen bekommen habe. Habe ich auch gestern den ganzen Abend benutzt. Das war das, was ich meinte. Ich habe mir dann gestern Wärme auf den Nacken getan mit diesen Kirschkernsäcken und Kühlkissen auf dem Arm. Aber hat nicht geholfen. Ich kann dir da ein gutes Video empfehlen zu Verspannungen bei viel Sitzen. Ich gucke auch selber relativ häufig diesen einen, ich glaube Chiropraktiker ist das, der auch immer mal zeigt, wie man so Verspannungen lösen kann und was bessere Haltungen sind und blass, keine Ahnung. Aber schwierig. Hab's ja auch so geguckt und deine Füße waren absolut fein, aber ich mag es einfach nicht. Jeder kann das mögen, was er will, ne? Und wenn du keine Füße magst, ist das okay. Liebschau und Pracht, genau, ich glaube, der ist das. Genau, den gucke ich selber häufiger mal. Meine Mama schickt mir auch häufig Videos von dem. Wir haben auch, das hat auch tatsächlich schon mal, der hat auch irgendwie mal so ein Video gezeigt, da hatte ich echt Schmerzen im Rücken und dann hat er irgendwie so gezeigt, so von wegen, dass du dann den Arm irgendwie so hinter den Rücken, oh Gott, ich kann mich kaum bewegen. Den Arm so hinter den Rücken, weil dadurch dann hier die das Schulterblatt irgendwie nach vorne tritt. Und dadurch kannst du den Muskel unterm Schulterblatt massieren und so. Das hat Chrissy mal bei mir gemacht, wo ich echt Probleme hier hinten mit den Schulterblättern hatte. Und es hat echt gut geholfen. So, und ich finde den auch echt gut. Der erklärt es auch gut genau, hat mir auch schon an ein paar Stellen sehr, sehr geholfen. Aber leider funktioniert es nicht immer. Leider funktioniert es nicht immer. Oder man macht es nicht richtig nach oder was weiß ich. Oder man hat nicht so die Zeit dafür, ist vielleicht auch ein bisschen dumm, aber Chrissys magische Hände, ja, der Chrissidor, sage ich dir. Boah, ich weiß nicht, ob ich Chrissy heute schminken kann, ohne Witz, weil ich dafür meinen Arm hochhalten muss und was weiß ich und Druck und mit dem Schwamm und so. Und ihr glaubt nicht, wie sehr gerade von dem Finger bis die Sehnen runter mir die Arme wehtun gerade, mit den einfachsten Bewegungen hier. Oh, okay. Ich lese gerade bei Mia und Bierschuss den Dialog ein bisschen. Hm.
Bockana Wasser zu Wein machen, ja. Und jegliches Metall zu Gold. Das nützt wahrscheinlich auch nicht bei einem Mal. Man muss es wahrscheinlich regelmäßig machen, genau. Das ist halt so dieses Ding. Viele Sachen muss man regelmäßig machen oder ja, man muss sie richtig machen, ist auch so ein bisschen dieses Ding. Ich habe auch häufig schon dann irgendwie versucht, so empfohlene Yoga-Übungen gegen bestimmte Verspannungen zu machen und ich habe häufig das Gefühl gehabt, dass es das bei mir nur schlimmer gemacht hat. Kann dann daran sein, dass man es vielleicht, wenn man es alleine macht, nicht richtig macht, weil man sich selber nicht unbedingt dabei zugucken kann, wie man diese Yoga-Übung jetzt macht. Ich habe dann häufig Chrissy daneben stehen, dass der gucken kann, dass er mir sagen kann, ob ich das richtig mache oder ob das bei mir jetzt komplett anders aussieht. Aber ja, und wenn Gina ihn sieht, funkeln ihre Augen wie Diamanten, das sowieso. Und die Schmetterlinge im Bauch fangen an zu leben. Und dann rennt Chrissy weg, weil er keine Schmetterlinge mag. Oh. Jesus lebt, verkleidet als Chloe. Allgemein finde ich halt krass, wie viel sich falsches Sitzen auf den ganzen Körper auswirkt. Das ist ja das, was ich immer sage mit dem Stuhl hier, so, ne? Also ich weiß nicht, die Sache mit dem Stuhl hatten wir, da waren wir noch nicht so viele im Stream, glaube ich, ne? Fake-Monster, vielen, vielen lieben Dank für die 100 Bits, dankeschön. So, und ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu streamen, dem könnt ihr demnächst dann auch in alten Streams auf dem Stream-Archiv sehen, habe ich noch einen 50-Euro Ikea-Stuhl gehabt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Name von dem war so ein 50-Euro-Stuhl. Und ich habe ja dann so dolle Probleme gekriegt, A, mit meinem Nacken und mit meinem Steißbein, dass ich in Tränen auf dem Bauch auf dem Bett lag, weil ich keine Position mehr einnehmen konnte, ohne Schmerzen zu haben. Wegen meinem Steißbein, weil sich das alles, das war furchtbar. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ich muss was machen und habe mir einen teuren, guten, ergonomischen Stuhl geholt. Und seitdem hat sich so viel verbessert. Mein Nacken ist auch schon viel besser geworden, aber hat immer noch manchmal Probleme. Aber weil man halt ein bisschen besser diese Haltung annimmt und was weiß ich. Und ich muss mich auch immer mal wieder ein bisschen korrigieren, dass ich gerade hier drauf sitze. Aber dieses Problem mit dem Steißbein habe ich seitdem so fast gar nicht mehr. Ich hatte das letztens mal wieder, wo ich eine Phase hatte, wo ich ganz, ganz viel am Computer saß. Aber kaum noch. Und das waren damals so mit eine der größten Schmerzen, die ich jemals hatte. Weil ich habe wirklich, ich saß da in Tränen, weil mir so das Steißbein wehgetan hat. Und egal, was ich gemacht habe, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht... Ich habe pausiert gerade, ich bin gegen meine Dingens gekommen und habe meinen Streamlinks gerade pausiert. Ich konnte nicht auf dem Bauch liegen, weil dann hat das auch irgendwie wehgetan, weil das überdehnt wird. Ich konnte nicht mit einem Kissen drauf liegen, ich konnte gar nichts mehr. Ich habe unglaubliche Schmerzen einfach gehabt. Und dann habe ich den Stuhl gewechselt und innerhalb von ein paar Wochen auf einmal dann gemerkt, so ey, ich habe diese Schmerzen gar nicht mehr. Viele Ärzte haben es nicht früh genug richtig behandelt. Jetzt erst seit genau einem Jahr mache ich das alles. Unter anderem Gewichtsreduzierung, damit ich eben operiert werden kann wegen Übernahme. Ah, okay. Ich sitze immer mit dem Fernglas vor dem Yoga-Studio. Ich kann euch versichern, dass die Übungen nicht gegen Spannen helfen. Warte, was? Hat jemand Schmetterlinge gesagt? Entschuldige, Schatz, entschuldige. Ganz, alles entschuldige. Hallo, Misaki. Wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Ganz viel Spaß im Lag. Hallo. Ah, Gott. Aber ja, bei mir ist jetzt, glaube ich, bei mir ist halt immer so ein bisschen dieses Ding, wenn ich viel zeichne, dann habe ich halt immer den hier. Dann mache ich so, dann habe ich meinen Nacken wieder vorne, dann habe ich wieder genau dieses Problem und mein Halswirbel kommt leider ein bisschen raus. Ich glaube, ich müsste rein theoretisch zum Chiropraktiker oder zum Physiotherapeuten. Ich weiß gerade nicht, was da das Richtige ist, damit der hier mit meinem Wirbel so ein bisschen hilft. Weil je mehr ich zeichne, desto mehr habe ich diese Haltung nach unten und dann kommt es wieder häufiger. Wenn ich gerade nicht so viel zeichne, dann habe ich meine Haltung ganz gut mittlerweile eigentlich. Aber ja, ich fange dann immer an, dann halte ich meinen Arm ganz komisch und meinen Nacken ganz komisch. Und wenn ich dann viel gezeichnet habe, dann habe ich immer Probleme mit dem Arm und mit dem Nacken. Ist es bei dir auch so, Misaki? Ich will dich nicht aus dem Lurk holen, musst du nicht unbedingt beantworten, aber falls du das kennst. Ja. Genau. Und jetzt, das Schlimme ist dann manchmal, dann willst du dich hinlegen, um die Muskeln zu entspannen oder was weiß ich, aber irgendwie macht es das dann alles schlimmer, dadurch, dass du irgendwie so auf bestimmten Muskeln oder bestimmten Knochen liegst und so. Ich kann auch mittlerweile, wenn ich so mache, dann rattert mein komplettes, da ist irgendein Gelenk, was komplett rattert, wo alles aufeinander, ja, da hat es geknackt, aua, ja.
Klingt gesund, ne? Hallo, Paxwork. Ich zeichne das zwar nicht, aber ich habe auch immer die Haltung bei Konzentration. Das tut mir nicht gut. Ja, auch wenn man so über einem Blatt hängt, weil man irgendwas aufschreibt oder was weiß ich. Oder ganz schlimm ist, wenn man irgendwie auf der Couch oder so spielt mit dem Controller und so diese Haltung annimmt, weil man den Controller irgendwie festhalten will und dann die Schultern so hochzieht oder sowas. Und so ganz komisch im Sitz hängt. Meine Nase juckt. Ja. Du musst zur Physiotherapie. Habe ich auch gemacht wegen Rückenproblemen. Ja, ich glaube, müsste ich leider wirklich langsam mal. Ich glaube, wir haben auch einen in der Nähe. Müsste ich mal schauen, wo ich fußläufig hin könnte. Müsste ich mal schauen, ob die oder der noch Termine hat. Das wäre tatsächlich ein Arzt, den ich, oder ja doch, wäre tatsächlich auf jeden Fall etwas, wo ich hinlaufen könnte. Das Problem ist, dass ich da ja dann, glaube ich, auch erstmal zu einem Arzt gehen muss, der mir Physiotherapie verschreibt, damit ich das von der Kasse bezahlt kriege, ne? Und bei mir ist momentan halt insbesondere durch Corona gerade dieses, ich will partout nicht zum Arzt gehen. So, weil ich so häufig wieder mitkriege, dass Leute dann einfach mit Corona zum Arzt rennen, ohne Maske und so dann an einer Dingens fragen, was mache ich denn jetzt? Ja. Deswegen, keine Ahnung, will ich momentan irgendwie nicht da irgendwo reingehen müssen. Aber ist wahrscheinlich besser auf Dauer. Auf Dauer die bessere Wahl. Und halt einfach wieder ein bisschen mehr Sport machen. Das ist bei mir das Ding. Dass ich halt einfach selber ein bisschen mehr wieder für meinen Körper tun muss. Bis weiter, ich wünsche dir noch gute Besserung und nochmal sorry für den dummen Kommentar vorhin. Alles gut, ich habe, glaube ich, auch ernster geantwortet, als ich es meinte, Freakmonster, alles gut. Wunderschönen Samstag wünsche ich dir noch. Aufgeben ist keine Option, das ist richtig, ja, das ist richtig. Ach ja, ich muss mal ganz kurz nebenbei was gucken. Was habt ihr am Wochenende so vor, meine Lieben? Seid ihr morgen unterwegs? Macht ihr Putztag? Was ist bei euch gerade so Sache? Ich habe voll viele Hersteller und Bastler hier gerade bei mir. Betttag ist super. Betttag finde ich super. Und was gibt's bei euch zu essen? Das ist gerade ganz wichtig, weil ich momentan schon wieder keinen Appetit habe und noch nicht weiß, was ich heute alles auf die Einkaufsliste schreiben soll. Mir fällt ein Gericht ein, was ich die nächsten Tage essen möchte, mehr nicht. Und deswegen brauche ich jetzt heute wieder dringende Unterstützung von euch und Ideen, was es bei euch gerade zu essen gibt. Das ist richtig. Erst zum Arzt gehen, eine Verschreibung holen, dann zur Physiotherapie. Das habe ich auch gemacht. Ich fand es sehr gut. Ja, müsste ich mal. Das ist schon richtig. Putztag. Hab neben dem Stream schon einiges geschafft. Bad hast du vorhin schon geputzt, ne? Auf jeden Fall. Das hatte ich mitgekriegt. Bei Panto auch Putztag und morgen Lerntag. Ich weiß nicht, was besser ist. Besser oder schlechter? Wegen dir gibt's heute Nuggets. Oh, die ich vorgeschlagen habe letztens, Noel? Ich will eigentlich raus. Das Wetter ist super, aber ich schlafe hier auf dem Stuhl schon fast ein. Das ist gerade in dem Moment hochgerutscht, dass dann die nächste Zeile, das ich gerade gelesen habe, aber ich schlafe hier auf dem Rahmsoße. Weil in dem Moment der Chat hochgerutscht ist und ich die zweite Zeile von Yuki gelesen habe einfach. Ich schlafe hier auf dem Rahmsoße. Ich schlafe hier auf dem Stuhl schon fast ein. Manchmal braucht man einfach einen Abend, wo man mal wieder zur Ruhe kommt. Gerade wenn man eine harte Arbeitswoche hatte oder so. Cordon Bleu geht immer. Hatte Chrissy gestern. Hatten wir gestern erst. Spätzle hatte ich lange nicht mehr, Yuki. Das ist eine gute Idee. Spätzle und mit Champignon. Das hatte ich lange nicht. Oh ja, das würde ich gerne mal wieder essen. Mit Freunden treffen und Olympische Spiele anschauen. Oh, das klingt auch schön. Leider nein, ich stand bei den Veggie-Sachen und die hatten gar keine Nuggets gehabt. Ich weiß, bei Aldi, die stehen mittlerweile auch an verschiedenen Sachen. Diese Veggie-Nuggets, die haben sie mittlerweile im Tiefkühlfach und dann haben sie eine Nicht-Tiefkühlfach-Variante an einer anderen Stelle stehen. Leider manchmal ein bisschen schwer zu finden. Gleich noch putzen und Spiele spielen mit der Kleinen. Essen kochen kochen wir auch noch und zwar Nudeln und Brokkoli. Das wollte ich auch mal wieder essen. Ja, das mache ich auch. Ihr gebt mir gute Ideen gerade. Ich habe so ein richtig leckeres Honigbrokkoli-Rezept. Das will ich auch mal wieder machen. Conny raus.
Du bist eine Auberginenesserin, raus. Spaß natürlich. Oh nee, Auberginen kann ich gar nicht. Auberginen ist für mich eins der ekligsten. Auberginen sind noch schlimmer als Ananas. Ich mag schon echt keine Ananas, aber Auberginen ist worst case für mich. Es gibt für mich kaum ein ekligeres Gemüse oder eine ekligere Frucht als Aubergine. Spätzle habe ich auch noch hier, ne? Mac and Cheese klingt auch geil. Oh ja, auch mal wieder Bock drauf. Oder Brokkoli mit Sauce Hollandaise. Da muss ich mich dann entscheiden, ob ich Brokkoli mit Sauce Hollandaise mache oder dieses andere Brokkoli-Ding. Weil zweimal Brokkoli in einer Woche will ich, glaube ich, nicht. Ach so, Thema Nuggets. Okay, war geil. Die von Mühlenhof wird es wiedergeben. Hast du probiert, Echo? Die sind nice, ne? Das freut mich, wenn ich euch gute Tipps mal geben konnte. Aber wie gesagt, die vegetarischen Nuggets, da kann man gar nicht so viel falsch machen. Da habe ich bisher die meisten, die ich probiert habe, fand ich echt gut. Ich habe übrigens gestern noch euer TCG-React geguckt. Die Sache mit den Tomaten hat mich erschüttert. Wie kann man so ein geiles Gemüse so verschmähen? Leute, die das von dem Burger runtergenommen haben, ne? Ich mochte die ewig nicht. Dann gab es gefüllte Auberginen bei den Verwandten von meinen Freunden in Italien. Und da darf man halt nicht Nein sagen. Mittlerweile schmecken die mir echt gut. So geht's mir mit Zucchini. Aber die hat halt einfach Biss. Aubergine ist für mich wie eine schlabbrige Schnecke. Das ist wie Morcheln essen. Wer Morcheln isst, ist genauso furchtbar. Herr Kapu, vielen lieben Dank für den Follow und einen wunderschönen Samstag wünsche ich. Tomaten sind das MVP-Gemüse. Mit Tomaten kann man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel anstellen. Du bist nicht besser, Gina. Was habe ich denn gesagt? Ich habe einfach nur. Ich kann nicht einfach roh in eine Tomate reinbeißen. Das geht nicht. Aber ansonsten. Ich habe heute Salatteller gegessen und war sehr lecker gewesen. So einen Salat kann ich auch mal wieder machen. Kommt immer drauf an, wie man sie zubereitet. Ich weiß nicht. Ich hab Aubergine, glaube ich, einfach bisher immer falsch. Ich weiß nicht. Ich hatte halt irgendwann mal so dieses Ding, habe ich erzählt, ne, wo ich Vegetarierin gerade erst geworden bin und meine Mama der Meinung war, dann muss sie mir jetzt auch komplett vegetarische Gerichte machen, statt einfach das Fleisch wegzulassen. Und da hat meine Mama mir eine vegetarische Lasagne gemacht. Und in dieser vegetarischen Lasagne waren dann Dinge drin, die absolut nicht in eine Lasagne gehören, meiner Meinung nach. Und da waren dann so eine Sachen drin wie Aubergine oder ich weiß gerade nicht, was da noch drin war. Zucchini, Mohrrübe, Aubergine und Mais oder so. Und das alles irgendwie auf so verschiedenen Schichten, wo ich dann so war, nee. Nee. Gegrillte Aubergine habe ich noch nie probiert, aber ich weiß nicht, was die für eine Konsistenz hat. Ich weiß nicht. Ich mag aber auch diesen Geschmack von der Aubergine nicht. Ich weiß nicht. Wenn du Aubergine nicht magst, probier mal Untergine. Danke für den Tipp, Yuki. Wo kann ich die kaufen? Und gefüllt. Ja, das stimmt. Es ist auch so, Zucchini würde ich zum Beispiel gerne häufiger machen, aber die isst Chrissy nicht so gerne. Ich mache die beste vegetarische Lasagne der Welt, trust me, Bro. Ich mache halt einfach meine Lasagne und lasse das Gehackte weg. Meine Fresse. Oder mache vegetarisches Gehacktes rein, im schlimmsten Fall. Aber mir reicht es vollkommen einfach eine normale Lasagne ohne Gehacktes. Fertig. Dann ist die vegetarisch. Aber ein Oreo mit Senf beißen. Neue Dinge probieren. Ist ja auch nie so, dass ich eine Aubergine nie probiert hätte. Deswegen kann ich mir ja meine Meinung dazu bilden. Ihr könnt nicht eine Meinung haben zu etwas, was ihr nie probiert habt. Ich habe Aubergine schon probiert und überall, wo sie bisher drin war, fand ich sie scheiße. Ich hatte auch irgendwo mal so einen Gemüsedöner bestellt und dann hatte ich da Dinge auf diesem Döner, die absolut nicht auf den Döner gehören. Unter anderem irgendwelche sehr festen, nicht kaubaren Chips, wo ich bis heute nicht weiß, ob das Kürbis, sehr feste Süßkartoffel oder Mohrrübe war. Und wenn du nicht identifizieren kannst, was auf diesem Dings drauf ist und dann da so eine Auberginenscheibe, so eine wabbelige, von deinem Döner runterholst, nee. Gegrillte Aubergine, wenn man mir die einmal servieren würde, würde ich probieren. Kann ich nicht sagen, habe ich so noch nie gegessen. 2 Tage schon krass. Mit 30 Gramm Protein je Packung auch eine gute Basis. 100, die Mühlenhof-Dinger, ne? Ja. Wie gesagt, ich mag die sehr gerne. Auch von Aldi, die Eigenmarke, und Vegetarian Butcher. Die sind auch super lecker. Die Vegetarian Butcher Nuggets. Und dann mit einem leckeren Kräutersalz. Ja, aber wie gesagt, dann, wenn man mir dann
gebackene oder gebratene oder gegrillte Aubergine anbietet oder gegrillte Zucchini, dann würde ich immer eher zu der Zucchini greifen. Zucchini finde ich nice. Die hat so eine schöne Bissfeste. Das finde ich geil. Leutis, ich weiß, es war heute nicht allzu lange, aber ich würde euch an der Stelle, glaube ich, mal raiden, weil ich glaube, ich brauche ein bisschen Ruhe. Ich kann kaum meine Arme bewegen. Es sind gerade unglaublich viele Leute bei mir live gegangen. Es waren eben nur die Hälfte der Leute in meiner Liste. Deswegen würde ich euch jetzt, glaube ich, heute schon mal weiter schicken, mir ein bisschen Ruhe gönnen, vielleicht gleich mal baden, was essen. Und dafür seht ihr ja Chloe heute Abend wieder. Da kann ich Chrissy nachher wieder, da seht ihr mein Werk wieder on stream, wenn ich Chloe schminke. Ja, danke ihr Lieben. Habt ihr jemanden, wo ihr besonders gerne hin wollt? Der Eule macht heute wieder seinen Kochstream. Froschmädchen hat gerade angefangen. Hanna spielt Factorio. Ich weiß nicht, das Spiel fand ich jetzt nicht so interessant, aber Hanna macht das irgendwie interessant. Misaki spielt Pokémon weiter, allerdings auf Englisch. Charu und Nata basteln. Nata, die macht, glaube ich, gerade für ihr Killjoy-Cosplay was. Die bastelt irgendwie irgendein Gerät von Killjoy. Fand ich auch geil. Das hat sie, glaube ich, gestern schon angefangen zu basteln. Und normalerweise würde ich auch heute herstellen und basteln machen. Deswegen. Aber Nele weiß ich nicht, ob die nicht. Die macht auch momentan irgendein Cosplay, ne? Ich weiß nicht, was die heute noch vorhat. Aber da hat der Stream gerade angeschickt. Dann kann ich euch zu Nele rüberschicken. Wir haben auch länger nicht zu Nele geschickt, ne? Das letzte Mal, als wir gesungen haben. Mir gerade Setzlinge geholt und wurde wieder gefragt, ob ich Bi bin. Hä? Warum? Wegen Setzlingen? Verstehe ich nicht. Hä? Wenn Chloe sich nicht um dich kümmert, dann kümmern wir uns um Chloe. Warte, das ist, glaube ich, falsch rum, Yuki. Dann danke für den Stream, trotz der betriebenen Blasphemie gerade. Kein Problem. Schuldige, dass wir deine geliebten Tomaten beleidigt haben, Eglos. Mach dir noch einen schönen Tag und bis morgen oder so. Ja, also bis morgen. Ich bin am Überlegen, vielleicht mache ich alternativ, weil ich heute dann nicht so lange gestreamt habe, auf Instagram so ein Erzähl mal Ding oder so. Wenn ihr Bock darauf habt, dann frage ich euch nachher und dann könnt ihr mir Fragen stellen, so dass ich irgendwie Dinge mal erzähle oder zeige. So, zeig mal das dritte Bild in deiner Galerie oder so. Würde ich dann eventuell alternativ heute ein bisschen mit euch machen. Wer Bock drauf hat, nachher bei Instagram. Fände ich ganz schön. Denn als Ausgleich dafür, dass wir heute nicht so lange gemacht haben. Und das kann ich vom Bett aus schön machen. Okay, meine Lieben. Ich muss unbedingt mal einen Endscreen machen übrigens. Ne, ich habe noch keinen Endscreen für meinen Stream. Das will ich eigentlich schon Ewigkeiten mal haben, dass ich wenigstens einen kleinen Endscreen habe. Aber dann schicken wir euch jetzt mal zur lieben Nele rüber. Ich wollte gerade Nele suchen statt Froschmädchen. Da werde ich sie bestimmt finden unter dem Namen. So. Ich raide jetzt gerade. Raide? Na Leute, no, sind die gerne hier. Ach, zweimal der gleiche heute, Zero. Das war... Ja, ich muss mal ein paar mehr noch einpflegen. Hi. Also, oh, wir warten noch einen Moment. Nele ist noch in ihrem Startbildschirm. Danke, dass du da warst. Immer gerne. Ich wollte ja mit euch quatschen wenigstens. Hi. Du bist glatt. Du siehst immer so viel jünger aus, Sally. Die Chloe. Das Chloe-Rasur. Ich kann... Ah, du bist glatt. Das sieht so komisch aus. Mein Arm. Ah. Warten kurz, bis Nele aus dem Startscreen draußen ist, ne? Hey, Yuki! Krass, ne? Was so ein Bart ausmachen kann. Und wie machen wir das nachher mit dem... Kriegst du das hin? Ich weiß es noch nicht. Ich gebe mein Bestes. Oder muss es ein Tutorial-Stream werden? Oder ich muss dir ein bisschen anleitungstechnisch dabei helfen. Alter, im Stream-Tutorial, wie ich mich schminke. Nice. Fängst ein bisschen früher an und du schminkst dich on-stream? Und ich sitze daneben und sage, weiter links, weiter links, Backseat-Schminken nennen wir das. Backseat-Schminken, ja. Oder ich mache einfach Kommentarschminken. Oh mein Gott, sehe ich das schlimm. Oh Gott, macht er das gerade wirklich? Oh mein Gott. Ah, schön. Mein Freund darf sich deswegen nicht komplett rasieren. Ich mag es auch nicht, aber es wächst ja schnell. Ich habe Apfel im Gesicht, Entschuldigung. Ich mag es auch nicht. Ich habe Chrissy auch lieber mit Bart. Aber es wächst ja schnell nach und für Chloe funktioniert es besser. Ich akzeptiere das. So, wartet mal, ich muss mal kurz schauen. Ich war noch im Start. Oh, die Uhr ist ja lustig. Verwirrend. Oh, verwirrend. Crazy. Ah, ja.
Chloe mit Wikingerbart wäre Pock. So Conchita Wurst Chloe. Und so richtig schön nachgemalter, dunkler Bart. Nein. Guck mal, meine Kamera kann sich auch nicht entscheiden. Die wechselt, weil wir hier genauso mittig sind, ist sie gerade die ganze Zeit. Wüt. Oh, guck mal, meine Hand. Ah, wie schön. Vor allen Dingen, wenn ich die Hand nach vorne mache, dann macht sie dich scharf. Hier drüben ist einfach ihr Fokuspunkt, deswegen. Das nervt mich ein bisschen, dass Sony da noch kein Face-Tracking hat. Ja. Kein. Das stimmt. Wahrscheinlich, aber nicht und mehr. Übrigens, Leute, dann seht ihr bei Chloe, bei Chrissy, heute das erste Mal die Mooswand im Hintergrund. Das erste Mal nicht meine hässlichen Bilder mehr im Hintergrund, sondern eine gerade hängende LED-beleuchtete Mooswand. Dann kann man die da tatsächlich jetzt mal sehen. Bin gerade unterwegs und man hört euch laut. Das ist schön, Nisferaya, oder? Sehr gut. Begeisterung, ne? Also mache Werbung theoretisch. Du hast uns laut und man kann alle, an denen du vorbeiläufst, hören uns gerade im Stream. Geil, Werbung. So, und an die lieben Leutchen, die hier Skizze eingelöst haben, ne? Lasst mir irgendwie noch zukommen, was ihr gezeichnet haben wollt. Weil sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. Und ich hoffe, dass ich demnächst dann wieder zeichnen kann. Ich hoffe, dass es bald geht wieder und dass ich jetzt ein bisschen meine Arme ausruhen kann, weil das echt gerade echt schmerzhaft. NFS Most Wanted. Need for Speed. Most Wanted. Oder NFT Most Wanted. Most Bild als NFT verkaufen. Mach ich ein Foto von und dann kann ich NFT Most Wanted machen. Aber ja, wer Bock drauf hat, nachher dann auf Instagram so, ne? Seit 13 Minuten schon das Startscreen hier. Kommt, ich schicke euch jetzt rüber. Ich starte mal den Raid. So. Ich muss was essen. Vorsicht beim Murmelmaus umarmen. Ja, meine Arme brauchen ein bisschen Ruhe. Ich weiß nicht, was da gerade. Ich hatte früher mal so ein bisschen Probleme, dass ich richtig Schmerzen in den Armen bekommen habe. Wahrscheinlich vom Wirbel aus oben. Das kann es halt auch irgendwie gerade wieder sein. Aber vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr einen schönen, entspannten Quassel-Samstag mit mir verbracht habt. Tut mir leid, dass es heute nicht das gab, was auf dem Plan stand. Aber macht euch allen einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns oder hören uns oder lesen uns später höchstwahrscheinlich bei Chrissy im Stream, im Chat. Da bin ich bestimmt auf jeden Fall dabei. Mal schauen, wie viel ich schreiben kann mit meinen Händen gerade. Aber auf jeden Fall heute Abend bei Chloe oder bei Instagram, wo wir so kleine Fragerunde gerne machen können. Und ja, schwach Gina, im wahrsten Sinne wirklich. Schwaches Gina, meine Armhände so. Euch noch ein schönes Wochenende und San Francisco, genau. Schön, dass ihr dabei wart. Habt noch ein wunderschönes, entspanntes Wochenende. Wir sehen uns am Montag als spätestes wieder zu Deutsch. Deutsch schwierig. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und Zero, vielen lieben Dank übrigens für die 69 Bits. Habe ich gar nicht gesagt. Wunderschönen Tag euch jetzt noch. Und jetzt ganz viel Spaß bei der lieben Nele. Die müsste gleich raus sein aus ihrem Startbildschirm. Die müsste gleich raus sein. Bye. Der macht immer einen neuen Tab auf. Kann ich das irgendwie verhindern, dass er das nicht unbedingt machen muss? Da ist er. Oh mein Gott, hallo ihr lieben Mäuse. Wie geht's? Wenn du möchtest, darfst du auch nur Melli sagen. Geht sich vielleicht leichter von der Zunge? Dankeschön. Hallo ihr Lieben, was geht bei euch? Was habt ihr getan? Ich bin immer noch am Stream.